wirtschaftlich betreiben ließe. Und nach diesem Stadtratsbeschluss hat die schleswig-holsteinische Wirtschaftsförderungsgesellschaft EGIP tatsächlich im Dezember, meine ich, wieder dieselbe Firma BMC beauftragt, dieses Gutachten von 2004 zu aktualisieren und zu prüfen, ob ein Bedarf wirklich besteht nach einer solchen Fährverbindung und ob es sich wirtschaftlich machen lässt. Ich habe mal ein bisschen mich umgehört in der Branche, vor allem bei den Speditionen, wie die das sehen, und habe von einer Spedition die Rückmeldung bekommen, sie das skeptisch, ob sie die Verbindung nutzen würde, weil wenn mal eine Fähre ausfällt oder verspätet ist, wäre die Wartezeit bis zur nächsten Abfahrt zu lange, nämlich eine Stunde. Die würde ja quasi nur jede Stunde fahren, während Glückstadt jede halbe Stunde fährt. Und auch, dass die Straßenverbindung nach Brunsbüttel nicht so toll seien. Ich habe jetzt mal eine kleine Anfrage gestellt, die findet ihr hier auch verlinkt, wo ich quasi mal das Wirtschaftsministerium frage, wie die eigentlich zu der Möglichkeit stehen. Und ob die eine Bedarfsanalyse befürworten, ob da quasi Mittel zur Verfügung stünden, wie man das quasi fördern könnte, Wiederaufnahme einer Fährverbindung. Von den Gutachtern kommt die Aussage, idealerweise würden die Fähren nicht hier in Cuxhaven direkt anlegen, sondern ein bisschen weiter östlich, weil da die Anbindung besser ist zur Autobahn und so weiter. Das müsste man aber dann erst ausbauen und aufbauen. Und vielleicht wäre das ja ein Projekt, wo man wirklich grenzüberschreitend zusammenarbeiten könnte, weil da ja was ja wirklich unsere beiden Länder verbindet. Und ich weiß nicht, ob ihr euch da schon eine Meinung zu gebildet habt. Darf ich nochmal dazwischengrätschen? Gerne. Dir ist bewusst, dass wir einen Beschluss auf dem LPT haben, vom letzten Positionspapier zu verkehrspolitischen Grundsätzen, wo wir auch einen Ausbau der A20 mit einschließlich Elbquerung bei Glückstadt fordern. Mhm, aber kommt erst frühestens in 10 Jahren. Ja, die Frage ist, wenn wir da wirklich noch ausbauen müssen für eine Fährverbindung, diese Fährverbindung, ob die jetzt viel früher startet, ob es vielleicht dann die Fährverbindung für 5 Jahre läuft oder 2, 3 Jahre, ist ja die Frage. Okay. Das muss man natürlich damit diskutieren. Was ja das Gutachten, das alte Gutachten, völlig außer Acht lassen musste, weil ja noch keine Zahlen dafür da sind, ist was ganz anderes, was ganz wichtig ist, nämlich der Jahre wieder fort mit seinem Vorderort, mit seinem Verkehr. Da ist Sicherheit einiges sonst über die A1 und über die A7 Richtung Hamburg bringen würde. Ich bin sicher, dass der Gardewederport eine ganz andere Zusammenfassung, was den Bedarf und was die Verkehrsdichte angeht, auch beim Betreiber der Fähre, der auch mit Sicherheit dann eine höhere Auslastung hätte und eine höhere Frequenz ins Auge fasst. Man muss den Gardewederport unbedingt im Auge behalten dazu und auch mal prüfen, inwieweit diese Verkehre eine sehr wichtige Rolle spielen. Das würden sie nämlich dann tun, wenn ich mir vorstelle, was im Jadewiederport Schiffe ankommen dürfen mit 16.000 Containern. Und die fahren dann bei euch über Oldenburg dann Richtung Bremen und müssen von dort aus dann wieder Richtung Norden ziehen, heißt das höchsten Schwachsinn. Wenn sie also gerade in den Bereich Heide, Brunsbüttel, den Südwesten von Schleswig-Holstein anfahren, und wir haben bei uns im Wahlprogramm ausdrücklich stehen, dass wir die ländlichen Räume stärken wollen. Das bedeutet also auch eine Anbindung an die Wirtschaftsverkehrsflüsse. Von daher würde ich also diese Fährverbindung ausdrücklich befürworten. Der Vorteil bei der Fährverbindung für die Speditionen ist eben auch, dass die Zeiten haben, Pausenzeiten für ihre Fahrer, wo die also sowieso Pause machen müssen. Ja. Und deswegen nutzen die sehr gerne Fähren, weil das quasi als Pausenzeit gilt und sie trotzdem vorankommen, ne? Ich habe jetzt mal dieses Gutachten von 2004 und da schreiben sie, dass zwar dieser Grodener Hafen, wenn man den ausbauen würde, aus logistischer Sicht sinnvoller wäre, dass es aber möglich wäre, den vorhandenen Ro-Ro-Anleger im Amerika-Hafen, Cooksport, zu nutzen. Und da wäre dann auch nicht erst ein Ausbau nötig, Torge, was vielleicht dem Argument ein bisschen entgegenkommt. Es würde die Fahrzeit ein bisschen verlängern, ne? Das wäre natürlich dann das Problem. Aber ich habe in dieser kleinen Anfrage halt auch speziell nochmal das Ministerium gefragt, welchen Hafen sie für sinnvoll halten, wie viel es kosten würde, ob das umsetzbar wäre. Und vielleicht kriegen wir da ein bisschen nähere Infos. Ja. Ich habe noch eine Idee. Ja. Wir haben ja Beziehungen zur Firma Scandlines. Die Firma Scandlines macht die Fehmarnfähre. Und da wir die einzige Partei sind, die ihrem Wahlversprechen treu geblieben ist, nämlich gegen die Fehmarn-Weltquerung zu sein, sind die natürlich auf unserer Seite und sind große Freunde von uns. Und da wäre es ohne weiteres möglich, wenn ihr dazu aussagefähig wäret, dass wir gemeinsam mit meinetwegen ein, zwei Spitzenkandidaten von euch, Patrick und ich, dann uns mal mit denen treffen und dass wir uns mal erklären, wie das geht. Ich möchte das deswegen erwähnen, weil die haben eine tolle Idee. Das nennt sich das Konzept Zero. Konzept Zero bedeutet, dass sie Scandlines beabsichtigen, Fähren fahren zu lassen, die mit aufgespeichertem Windstrom elektrisch fahren.
das heißt keine Emissionen mehr haben. Und das würde jeden Umweltschutzgedanken hier auch bedienen können. Und das wäre für dieses Gebiet hier mit der Anbindung der Windräder hier optimal gegeben. Das heißt, das Problem, was gab es bisher, war, dass die müssten, wenn sie das machen, das Konzept, nur so Speicher stehen haben, die in Hafennähe sind. Aber bis dahin muss auch die Leitung da sein. Und hier wäre das ja vor Ort. Das heißt, das Konzept Zero von Scantlines wäre hier hervorragend umzusetzen. Und das wäre also eine gute Idee. Und wollte fragen, ob ihr das wollt, dann kann ich mal gucken, ob ich dann mal telefoniere am Montag und dass wir dann kurzfristig mal einen Gesprächstermin machen, der meinetwegen auch pressewirksam sein kann. Dass wir mal erörtern können, was ist. Das heißt, es würde deutlich werden, dass wir auch für Verkehrspolitik existieren, damit die richtigen Leute treffen können. Ja, der Witz ist ja auch, dass du zum Beispiel mit Brunsbüttel hier gleich in der Nähe einen der Hauptknotenpunkte vom deutschen Stromnetz hast. Ja, eben. Das wäre für das Konzept Zero von Scantlines das der optimale Standort. Ich glaube, Kevin. Ja, also ich würde vorschlagen, wir machen eine Redeliste oder so etwas, dass auch jeder mal zu Wort kommt. Ich würde da einen Blick drauf haben, würde ich anbieten. Kevin hatte sich gemeldet. Ja, und zwar in unserem Programm der Verkehrspolitik haben wir jetzt natürlich keinen direkten Beschluss zu einer einzelnen Fährlinie oder ähnliches. Aber generell halte ich das Ganze für eine sehr gute Idee, auch vom Umweltschutzstandpunkt, nicht nur von dem, was du sagst, Wolfgang, sondern auch von dem her, dass Straßenfahrzeuge durch eine solche Fährverbindung eben Umwege vermeiden und dadurch Verkehr von der Straße runterkommt. Das ist auf jeden Fall Umweltschutz, aus Umweltschutzgedanken gut. Ich finde es allerdings bei einem Beschluss auch sehr wichtig, direkt vor Ort einzubinden, nicht nur auf Landesebene, sondern direkt vor Ort, weil dort einerseits ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zur Belastung werden könnte, andererseits dass die Menschen aber doch durchaus davon profitieren, keine Umwege fahren zu müssen. Und damit die Leute auch sinnvoll entscheiden können, halte ich für sehr, sehr gut, dadurch Abfragen und durch Untersuchungen genaue Fakten zu bekommen. Ja, also ich glaube, es hat sich immer wieder bewährt, auch eben mit solchen Ideen eben persönlich ins Gespräch zu kommen. Und deshalb, wenn es da die Möglichkeit gibt und wenn es diese Aspekte hat, bin ich ein Befürworter, dass wir uns da treffen und uns mal anhören, dass wir uns jetzt dahinter stecken. Ja, machen wir mal. Dann organisiere ich das und das sollten wir noch hinkriegen vor der Wahl. Das sollte also auch dementsprechend pressemäßig gedacht werden, das wird aber dann auch kein Problem sein. Dann müssen wir nachher mal in die Kalender machen. Ja. Ich hätte eine Frage zur Finanzlage. Wäre dann eine teilweise Finanzierung durch Niedersachsen und Schleswig-Holstein in diesem Fall vorgesehen? Und wenn ja, wie würde da die Verteilung aussehen? Also der Gedanke ist, dass ich dieses Projekt selbst tragen soll. Das heißt, der Betrieb selber soll wirtschaftlich sein und laufen. Die Frage ist nur, also öffentliche Förderung wäre möglich einerseits bei der Analyse, ob es einen Bedarf dafür gibt, bei der Begutachtung und so. Das macht ja jetzt auch eine öffentliche Wirtschaftsfördergesellschaft und eventuell bei Baumaßnahmen. Also wenn wir irgendwie was ausbauen müssen oder Fähranleger oder sowas, da könnte man eventuell aus EU-Mitteln was nehmen. Aber sicherlich müsste man dann zusammen auch arbeiten und sich das aufteilen, denke ich mal auch, ja. Da, ich meine, dass da Stadt oder Kreis Cuxhaven, beziehungsweise die Grünen und die SPD haben es, glaube ich, vor einem Kreis irgendwie, dass da Mittel für zur Verfügung gestellt werden sollen. Ich komme jetzt nur leider nicht an das Pad, wo ich es aufgeschrieben habe. Ah, okay. Vielleicht kannst du uns das noch schicken, nachträglich. Ja. Jo, aber sind wir uns dann quasi einig, dass wir sagen, es ist erstmal ein sehr interessantes Konzept, wir wollen, dass das geprüft und untersucht wird, ob es sich wirtschaftlich umsetzen lässt und möglichst mit emissionsfreier Fähre. Und das wäre doch mal eine Ansage, die wir dann auch kommunizieren könnten, wenn wir uns da einig sind. Ja. Und ich finde, vielleicht sollte man auch gleich versuchen, diese Fährzeiten auch digital zu kommunizieren, dass die gleich wissen in den Häfen, ja, wie ist die Fahrzeit, wann ist die Fähre da, um das zu optimieren. Sehr gut. Denn wozu haben wir den Quatsch? Es ist für die Spedition wichtig, wenn sie das wissen. Ja, das ist natürlich so Open Data mäßig total geil, wenn das geht. Dass dann das Navi das mit in die Zeitplanung mit einbeziehen kann. Als App. Ja, ich würde es jetzt nicht als einzelne App machen, sondern was jetzt interessant an der Stelle wäre, wenn dann die Navigationsgeräte auf solche Daten flächendeckend zugreifen können und wissen, ich plane jetzt meine Route und wenn ich jetzt so weiterfahre, dann schaffe ich es noch rechtzeitig zur Fähre. Die Schlange ist so lang, das heißt, ich kriege auch noch einen Platz oder ich kriege keinen Platz mehr und so weiter. Oder es ist wesentlich schneller für mich, wenn ich außenrum über irgendwie A1 fahre. Vielleicht sogar mit möglicher Buchung oder so.
Ja, hast du noch Wortmeldungen? Okay. Moment nicht. Ja, gut, dann würde ich sagen, das waren zwei sehr gute Ideen, die uns da auch weiterführen mit der emissionsfreien Fähre und mit der digitalen Kommunikation der Fährzeiten. Die sollten wir da auf jeden Fall in die Diskussion einbringen, weil die sind bisher, glaube ich, noch nicht so gesehen worden. So, als zweites Thema haben wir auch speziell auf euren Wunsch den Punkt Bürgerbeteiligung bei der Energiewende. Und da geht es um Fragen wie zum Beispiel, wie kann man Bürgerbeteiligung gestalten? Kann dann quasi jede einzelne Gemeinde, wo eine Trasse durchläuft, widersprechen? In welcher Form kann das überhaupt funktionieren? Aber auch die Frage Grenzwerte und ab welchen Abständen vielleicht erdverkabelt werden muss. Vielleicht wollt ihr mal was zu eurer Programmatik sagen, ob ihr dazu was im Programm habt. Ja. Ja, an dem Punkt ist unser Programm recht umfangreich. Da setzen wir erstmal ganz klar auf eine deutliche Bürgerbeteiligung beim Ausbau von Energieproduktion und Transport. Außerdem befürworten wir es auch sehr stark, dass die Energieproduktion selbst auch mehr in Bürgerhand ist, also das heißt in Form von Genossenschaften und in den Kommunen, um den Menschen dort Teilhabe zu ermöglichen, wirtschaftlich und was Mitspracherecht betrifft. Was den Ausbau von Trassen betrifft, weisen wir deutlich darauf hin, dass nicht neue Masten gebaut werden müssen, sondern es wirtschaftliche Auswege gibt, zum Beispiel die bestehenden Trassen aufzuwerten durch bessere Leitungen, die sowieso eventuell ausgetauscht werden müssen, sodass man da also einen nicht so hohen Mehrkostenanteil hat, wie manche es gerne aussehen lassen mögen. Außerdem weisen wir natürlich auf die Möglichkeit von Stadtverkabelung hin und weisen gleichzeitig auf die Gefahren hin. Ich halte es für elementar wichtig und es geht auch aus dem Programm hervor, dass wir die Menschen, die sich daran beteiligen, in diesen Entscheidungen, sehr klar machen, welche Kosten und Nutzen daraus entstehen und auch über Emissionen von Leitungen und sowas genau aufgeklärt werden, damit die Entscheidungen fundiert auch getroffen werden können. Was habt ihr denn genau zur Erdverkabelung drin? Wir haben ausdrücklich im Programm stehen, dass wir uns dort, wo Bürger sich dagegen aussprechen, die Trassen oberirdisch zu machen, dass wir uns dort auch für eine Erdverkabelung einsetzen wollen. Wir unterstützen Bemühungen der Bürger nach weitestgehender Erdverkabelung neuer und alter Stromleitungen. War das doch eine klare Ansage, ne? Ja. Klare Ansage, ja. Das ist mal eine Anregung machen dazu. Mhm. Wir haben Folgendes gelernt, dass die großen Kabel, nach meiner Erinnerung war es 3,8 Kilovolt, dass diese großen Kabel sehr, sehr kostbar und teuer sind und dass die oft ein Hinderungsgrund sind. In einem Gespräch mit dem Vertreter der kleinen Stadtwerke und kommunalen Elektrowerke oder Stromherstellungsbetriebe habe ich dann festgestellt, und die haben mir ganz klar gesagt, die wären in der Lage, das kleinleitungsmäßig zu machen, mit kleineren Leitungen, aber dann vernetzt. Und können dabei auf bestehende Netze sogar zurückgreifen. Das würde bedeuten, dass die ganze mehr davon, dass große Hochkilowattleitungen gelegt werden müssen, neu, eigentlich nur dummes Zeug und Verhinderungstaktik ist. Man könnte durch eine Stärkung der kommunalen Ebene bei den Elektro- und Stromproduzenten durchaus sehr, sehr günstig eine Vernetzung im Lande schaffen. Das ist auch bei uns eigentlich mal so vorgesehen und soll auch bei uns verfolgt werden. Dann braucht man die großen Überlandleitungen nicht, das kann man anders gestalten. Ja. Was wir auch definitiv festgestellt haben, ist, also der Verdacht liegt zumindest sehr nahe, dass Netze aufgebaut werden sollen, um eigentlich Großkraftwerke am Netz zu haben, dass wir den Strom noch ins Ausland verkaufen können, das ist das, was wir feststellen. Auch da würde ich euch vorschlagen, dass ihr euch mal mit, da gibt es Spitzenverband von auch bei euch, von den kleinen kommunalen Dings, das mit euch mit dem auch mal medienwirksam trefft. Und euch von denen erklären das, was die können. Die können sich nämlich nicht durchsetzen gegen die ganz großen wie RWE, E.ON und sonst wen. Ich habe es jetzt gerade nicht gefunden, aber ich habe mal nachgeguckt in diesen Energieleitungsausbauplan, den jetzt die Bundesnetzagentur verabschiedet hat. Und da ist in Schleswig-Holstein ja die Westküstentrasse geplant. Und da war ich überrascht bei der Begründung. Da hieß es nämlich nicht das geht nicht anders, wir brauchen diese neue Trasse unbedingt, sondern da hieß es, die Verteilnetze, also das heißt, genau diese kleinen Netze stoßen an ihre Grenzen und es ist leichter, die auszubauen, wenn wir eine neue Trasse bekommen.
aber und wirtschaftlicher wahrscheinlich. Ne? Das heißt, bei diesem Energieleitungsausbau geht es gar nicht immer darum, dass es unbedingt ausgebaut werden muss, sondern oft halt auch um wirtschaftliche Fragen. Freileitungen sind immer günstig, wenn es möglichst kurz ist, die Strecke ist immer günstig. Das heißt, man könnte Bürgerbeteiligung schon dadurch besser Rechnung tragen, wenn man Finanzierungsmöglichkeiten schaffen würde für längere Alter zur Wohnbebauung oder sowas. Im Moment gibt es bei uns keine Abstandsflächen in Deutschland, anders als in anderen EU-Ländern. Auch keine sinnvollen Grenzwerte. Wir haben es schon mal ganz eingangs gehabt. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ob man nicht mal zur Vorsorge gegen auch Gesundheitsgefahren, Strahlenschutz und so weiter, mal Abstandsflächen oder auch sinnvolle Grenzwerte auch einführen sollte. Also auch die Frage beantwortet unser Programm ganz klar erstmal mit direkter Bürgerbeteiligung. Also die Menschen vor Ort fragen. Einen speziellen Abstand oder so haben wir nicht festgelegt oder auch nicht, ob wir einen Abstand festlegen wollen oder nicht. Es ist zum Schutz der Menschen, würde ich persönlich natürlich durchaus begrüßen, auch wenn es nicht vorschriftlich ist. Das Wichtige an diesem Teil ist aber jedoch immer vorher den Menschen klar zu machen, was da auf sie zukommt und dann auch eine öffentliche Debatte zu fördern zu dem Thema. Also ich Abstandsflächen weiß ich jetzt nicht, aber in Niedersachsen gibt es auf jeden Fall ein Gesetz, was diese Abstände regelt. Deswegen bin ich jetzt gerade etwas überrascht. Ne? Aber da müsste man jetzt genauer... Auf bestimmten Pilotstrecken ist das so. Das ist beschränkt auf einzelne Strecken. Also ja. Ich wollte gerade sagen, wenn ich bei mir zu Hause da durchs Buch fahre, sehe ich dann auch ein Haustrack und dann eine Stromleitung, 30 KV-Leitung. Und jetzt bei den Strom... Ich war noch nicht fertig. Jetzt bei den Stromtrassen, also... Grundlegende Position ist klar, wir sagen, sie sind nicht nötig, aber es kann natürlich sehr gut von der politischen Entwicklung sein, dass sie trotzdem kommen, weil eben die großen Interessen nun mal so sind, wie sie sind. Und da müsste man sich ja fragen, wie mache ich das jetzt eigentlich bei Bürgerbeteiligung? Und da kann ich ja unterscheiden, einmal so frühzeitige Informationen, die Bürger dürfen Vorschläge machen und da ist noch viel Optimierungsbedarf, also auch in den ganzen Gesetzen. Also alle sagen zwar, dass es so sein müsste, aber gesetzlich ist das, soweit ich weiß, nirgendwo noch überhaupt nicht geregelt. Also da ist noch richtige Pionierarbeit nötig. Und das zweite Bereich von Bürgerbeteiligung ist ja direkt die Demokratie, die Leute dürfen verbindlich abstimmen. Und da ist aber das Problem, dass solche Trassen, und das stellt sich auch bei Autobahnen, bei Eisenbahnen, im Grunde alle Infrastrukturprojekte, die eben über einen größeren Raum gehen als nur eine Gebietskörperschaft. Und also mehr Demokratie hat zu dem Thema schon gearbeitet. Es ist direkt demokratisch schwer zu lösen, aber man könnte zumindest mit dem Instrument der Bürgerbefragung lösen. Ja? Dass du sagst, okay, du definierst eine betroffene Region, auch das ist schon nicht so einfach, wer definiert sie dann? Aber nehmen wir an, das würdest du machen. Und könntest du dann zumindest eine Bürgerbefragung machen. Und dann müsste man nochmal überlegen, ob da auch die Nulllösung überhaupt geht oder ob zumindest über Alternativen abgestimmt werden kann. Also da, ich weiß, dass Rot-Grün da was in den Koalitionsvertrag reingeschrieben hat, aber ich glaube, sie haben dann noch nicht zu inhaltlich gearbeitet, weil es gibt ja zig Planungsgesetze und mit unterschiedlichen Regelungen und da traut sich keiner so richtig ran. Aber ich habe da auf jeden Fall ein Papier, das kann ich euch mailen. Dazu. Was ich auch sehe, ist, dass man die Kommunen mit einbeziehen muss und sozusagen deren Langfristplanung, weil wenn du Abstände definierst, musst du ja auch wissen, wo sind Entwicklungsflächen für Wohngebiete zum Beispiel oder für Ansiedlungen. Und die müsstest du vorher berücksichtigen, weil du ja sonst eventuell die 400 einhältst, im Jahr 2000 sowieso, 10 Jahre später, aber es ist vorgesehen, dass du 10 Jahre später eben eine mögliche Erweiterung eines Wohngebietes oder einer Wirtschaftsregion oder sowas ist. Das heißt, da müsste man schon mit den Planungsbehörden der Kommunen auch eng zusammenarbeiten, um das zu machen, denn unter Umständen ist dann so ein Abstand eben nicht 400 Meter, wie eigentlich vorgesehen, sondern 800 Meter, weil in den 400 Metern dazwischen eben was vorgesehen ist, was aber eben eine Perspektive hat, die eben erst zum Tragen kommt, wenn die demokratische Entwicklung so ist oder wenn die Wirtschaftsnotwendigkeiten so sind. Also ich wollte damit nur sagen, finde ich gut, aber wir sollten die Kommunen als Verwaltung und als Planungsbehörden mit einbeziehen. Die Frage beim Grenzwert, die ich stellen würde, ist tatsächlich, was macht man mit Altleitungen? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, man hätte einen Grenzwert, man würde dann... Er gilt immer nur für neue Leitungen. Überall gerissen, ne? Er gilt immer nur für neue Leitungen. Kann man ja das breitbanden lassen.
Super. Staunschutz. Ich möchte noch auf ein Problem hinweisen, was wir wahrscheinlich an vielen Stellen haben, wo Infrastrukturprojekte gebaut werden. Das ist das Problem der NIMBYs, not in my backyard. Das sind dann die Menschen, die sich dann darüber aufregen, dass die Windanlage direkt vor ihrer Haustür ist, irgendwie im Sichtfeld von ihrem Wohnzimmer oder die Hochspannungsleitung oder die Schiene oder die Autobahn, was auch immer, die hat man immer. Die Frage ist halt, wie weit geht die Bürgerbeteiligung und an welcher Stelle muss man halt auch überlegen, dass das möglicherweise auch ja, großer Egoismus ist an der Stelle. Also ich glaube, das ist das größte Problem an der Stelle. Ja, ich sehe schon, dass wir da interessanterweise unterschiedliche Situationen haben in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Also bei uns wird wirklich neu gebaut, neue Trassen mit neuen Freilandkabeln und so weiter. Während bei euch offenbar es reicht, die bestehenden neu aufzuwerten, beziehungsweise auch in Niedersachsen speziell es die Möglichkeit gibt, Erd zu verkabeln, was es bei uns nicht gibt, weil wir nicht zu diesen Testgebieten gehören. Aber vielleicht könnte man sich deswegen darauf einigen, dass man sagt, Bürgerbeteiligung ist wichtig und diese Kostengründe dürfen den Wünschen der Bürger vor Ort eigentlich nicht in jedem Fall entgegenstehen. Es kann nicht sein, dass es im Moment so ist, dass das Billigste gebaut werden muss, sondern wenn das die Menschen wünschen, muss es auch möglich sein, eine teurere Trassenverlauf oder eben Erdverkabelung zu machen. Das Beste gebaut wird. Genau, und das wird dann eben, also die Kosten müssten dann natürlich auch umgelegt werden. So ist es ja klar bei dem Leitungsbau. Ne? Die werden ja auf alle Verbraucher dann auch umgelegt. Aber ich denke, da sind wir uns vielleicht einig, dass das möglich sein sollte. Ja, das wäre so ein Punkt, dass wir dafür sorgen, dass es auf alle Verbraucher umgelegt ja. wird und nicht nur auf die Und die Industrie. Und nochmal zu dem NIMBY-Problem. Ich meine, in Schleswig-Holstein produziert eigentlich schon mehr Energie, als sie selber brauchen. Und wenn der Ansatz eigentlich ist, die Energie soll vor Ort produziert werden und Schleswig-Holstein produziert schon mehr, als es braucht, dann ist es eigentlich auch einsichtig, dass Leute jetzt bei Windenergie, Kraftanlagen kritischer werden. Und dass es dort eben dann auch mal Bürgerentscheide gibt, wo sie sich dagegen entscheiden. Das ist ja relativ ausgewogen mit den Bürgerentscheiden, mal dafür, mal dagegen. So bei diesen Windkraftanlagen ist es relativ einfach, ja, weil du hast einfach eine Gebietskörperschaft und dann kann die darüber entscheiden und mal sagen sie ja, mal nein und man hat festgestellt, wenn man die Leute auch finanziell beteiligt, ist die Bereitschaft dafür zu stimmen auch größer. Also da gibt es ja Techniken über, jetzt nicht über politische Bürgerbeteiligung, sondern finanzielle Bürgerbeteiligung. Und dieses NIMBY-Problem ist immer die Frage, wie groß definierst du den Kreis, der mitmacht? Ja? Wenn nur die Anwohner entscheiden, ist es wahrscheinlich kritisch, aber wenn wirklich die Gebietskörperschaft entscheidet, ist es meines Erachtens akzeptabel, dass also direkte Demokratie und alternative Energieerzeugung sich vertragen. Hast du dich gemeldet? Ja, es ist zum Beispiel so, dass wir jetzt, vielleicht kann Patrick mir da gleich ein bisschen zur Seite springen, dass wir beim Naturpark Aukrug auch durchaus ja. die Anwohner da unterstützt haben, weil da ging es nämlich darum, dass die Windanlage da ja doch eindeutig im Naturschutzgebiet war und ja, eindeutig Beispiel. Wichtige Tierarten gefährdet hat. Ja, vielleicht da kann Patrick vielleicht so ein bisschen noch was konkreter was zu sagen. Naja, der Knaller war halt, dass in diesem Naturpark eigentlich gar kein guter Wind ist. Ja, eben. Das ist ein schlechter Wind in diesem Naturpark. Und warum wollen die Windmühlen jetzt also nicht da? Nicht genügend. Nee, also schlechter Wind. Genau habe ich mir das nicht erklären lassen, aber es ist wohl irgendwie ungünstiger Wind, um so eine Windanlage hinzustellen. Okay. Und der Plan von dem Menschen, der da, oder von der Firma, die da die Windanlage hinstellen wollte, ist, wir packen da jetzt mal unsere Testwindanlagen hin und testen da mit schlechtem Wind, wie wir optimal aus diesem schlechten Wind möglichst viel Energie rausziehen können, damit wir, sobald der Windausbau in Bayern losgehen, wo wir oft solche Situationen haben, dahin die Windmühlen verkaufen können. Und deswegen setzen wir jetzt mitten in den Naturpark Windmühlen. Wolfgang? Nee, ich habe nur mal einen Kaffee hochgehalten. Ah. Du musst jetzt auch noch was sagen. Ich kann auch sagen, Kaffee bitte. Das war nur der Wahl. Soll ich transparent? Zu dieser Aukrug-Geschichte kann ich jetzt auch noch was Absurdes beitragen. Und zwar war das so, dass im Zuge des Genehmigungsverfahrens wollten die den Naturpark anhören. Und dann haben sie geschrieben an irgendwie die Tourismuszentrale Naturpark Aukrug. Und jetzt stellt sich raus, dass diese komische die hat nicht geantwortet und daraus haben sie abgeleitet, es bestehen keine Bedenken aus der Sicht des Naturparks. Es stellt sich raus, dass diese Tourismuszentrale überhaupt nicht Träger des Naturparks war und dass diejenigen, die eigentlich hätten befragt werden müssen, die
also nicht befragt worden sind. Also das ist ein volles Fiasko, dieses Die Besten der Besten. Ja, klasse. Schön. Jo. Kevin? Ja, vielleicht nochmal eine kleine Fakten-Update. Vorhin ist irgendwann mal das Wort Verteilnetz gefallen, sodass wir alle vom selben sprechen. Es gibt das Übertragungsnetz. Das sind die großen 380 kV Höchstspannung. Dann darunter, jeweils mit Umspannwerken verbunden, das 110 kV Verteilnetz. Mhm. Und das dann wiederum mit kleineren Umspannwerken angeschlossen an die 20 kV Versorgungsnetze. Und die 20 kV Leitungen, die gehen dann zu den einzelnen Straßenzügen. Mhm. Das wird den Dritten nicht durcheinander kriegen, ist wichtig, das zu wissen. Und noch ein kleiner Fakten-Update bezüglich Wohnnähe zu Windenergieanlagen. Das ist ja viel Gemecker, gibt viel Gemecker zu, auch zu Schlagschatten und so, dass wenn man halt einen bestimmten Winkel dann hat, dass man beim Wohnzimmer halt mit jeder Umdrehung dreimal kurz dunkel wird, so, das kann natürlich schon eine enorme Belastung sein. Wenn wir jetzt aber sehr, sehr große Abstände einfordern und das komplett minimieren und sozusagen Windparks weitgehend offshore verdrängen, dann haben wir ungefähr die doppelten Kosten pro produzierter Energieleistung. Das heißt, dass wir da vorsichtig sein müssen. Die Offshore-Windenergie-Parks haben dadurch ihre Berechtigung. Diese Kosten müssen wir aber im Auge behalten. Sie haben auch dadurch ihre Berechtigung, dass dadurch bestimmte Branchen auch wirtschaftlich gefördert werden, also durch Offshore-Unterhaltung, durch Häfen, durch Offshore-Betriebe. Das hat seine Berechtigung, aber eben nur neben Onshore-Windenergieanlagen her. Das heißt, die sind ebenso wichtig für uns und da müssen wir uns dieses Thema mit den Leuten halt einfach gemeinsam wirklich genau angucken. Ich wollte zu dem Thema nochmal was sagen. Ich bin ja stellvertretendes Mitglied im Umwelt-PK-Ausschuss und war deswegen in Vertretung von Angelika auf der Husum Wind, also auf der Windmesse in Husum, wo es um Windtechnologie geht. Und es gibt durchaus auch Bestrebungen von der Technologiebranche, da den Anwohnern und den Leuten vor Ort entgegenzukommen. Ich habe mir da zum Beispiel Technologien zeigen lassen, die zum Beispiel das Rotationsgeräusch sehr stark durch bestimmte Blätterstellungen sehr stark reduzieren können oder auch diese vielbeschworenen Blinklichter, die oben auf den Windrädern drauf sind, wo sich die Anwohner massiv dran stören, wenn ständig in ihrem Wohnzimmer aus sich was blinkt, dass man das so einstellen kann, dass das mit Transpondern von Flugzeugen reagiert. Das heißt, nur wenn ein Flugzeug in Transponderreichweite ist, fängt das Ding an zu blinken und sonst ist es aus. Also es gibt auch durchaus Bestrebungen von der Technologieanbieterseite, da auf die Bedürfnisse der Bürger einzugehen. Schlagschatten lässt sich, glaube ich, kaum lösen, das Problem. Ich glaube auch, aber transparente Flügel. Doch, das ließe sich auch lösen. Du kannst so eine Anlage natürlich auch bei bestimmten Sonnenständen oder so abschalten. Nur da ist natürlich das Profitinteresse, was da immer gegensteht. Also weil ich finde auch diese Anwohnerproteste, die es da gibt, sind teilweise berechtigt. Also ja. Wenn ich mir vorstelle, ich will mal eine Zeitung lesen. Ja. Absolut ernst zu nehmen. Ja. Natürlich die Anlagen dann zu sehen, dass man die nördlich von Wohngebieten eher aufstellt als südlich von Wohngebieten. Und solche Dinge muss man natürlich berücksichtigen. Aber das wissen die Leute vor Ort sicher besser. Aber ich muss sagen, jetzt so ein rotes Licht in meiner Aussicht wird mich deutlich weniger stören, als ein Schlagschatten in meinem Wohnzimmer. Ja, aber der Punkt ist, wenn das im Bürgeramt ist, also wenn da Genossenschaften sind, die das machen, die können das zum Beispiel mit Solarenergie kombinieren. Das heißt, bei bestimmten Sonnenständen, wenn Solarenergie, nämlich in den Schlagschatten, hart sind und wenn die Sonne so steht, dass sie nicht hart sind, dann kann man optimaler vielleicht mit Wind arbeiten. Also genau um diese Mixtur vor Ort geht es eben. Das kannst du eben nicht generell für ein ganzes Land regeln, das kannst du aber für eine Region oder für eine bestimmte Kommune eben sehr gut regeln. Also der Windenergieverband favorisiert ja auch diese Genossenschaftsmodelle, genau aus den Gründen, die du sagst. Ich sehe aber das generelle Problem. Es ist jetzt die Energiewende in einem bestimmten Zeitraum beschlossen. Wir sagen ja sogar, das geht noch schneller. So, das heißt, du musst natürlich auch in einer gewissen Geschwindigkeit alternative Anlagen produzieren. Und das heißt natürlich, es kommen Geldgeber, die einfach, also Investmentfonds, die also einfach diese Summen schnell mobilisieren kommen da rein und die haben eben, also solche sozialen Aspekte berücksichtigen die ja gar nicht. Ja, sondern die sagen ja, das soll laufen. Ja, der Turm soll auch möglichst groß sein. Ja. Die Genossenschaft ist aber gerade die Form, die eben nicht Kapital abnehmen. Ja, aber die kriegen so schnell das, also das kenne ich jedenfalls bei uns in der Politik vor Ort, wir kriegen so schnell dann häufig das Geld. Also weißt du, Bürgerwindkraft hört sich gut an, aber dann finde mal den, der bereit ist, das zu organisieren, dass da 100, 200, 300 Leute dabei sind. Und dann kriegst du das Geld gar nicht so schnell zusammen. Und dann sagt die Politik gerne, ja gut, wir haben den großen Investor. Der hat 3 Millionen. Aber der große Investor in eine Genossenschaft eingebunden hat auch nicht mehr Stimmrecht als die kleine Anteile haben. Das ist einfach der Punkt. Da steht der Punkt. Das heißt, wenn du 200 Leute mit kleinen Anteilen dazu bringst, dazu mitzumachen und einen Großinvestor,
dann hat die Bevölkerung dort die Mehrheit. Okay. Ihr habt ganz groß Dezentralisierung in eurem Programm drinstehen. Habt ihr da einen Plan zu, zum Beispiel sowas wie kleine Blockheizkraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung zu fördern? Also einfach um beispielsweise Lastspitzen auszugleichen? Das steht konkret, glaube ich, nicht drin. Also wir haben nur konkret drinstehen Energiedörfer, dass wir halt uns dafür einsetzen wollen, dass halt ja, einzelne Gebiete halt schon in ihrer Energieversorgung autark ist. Ich glaube, wie das ausgestaltet ist, hängt natürlich vom jeweiligen Standort ab. Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Mhm. Und in Bezug auf Speicherung haben wir uns da gar nicht so wirklich festgelegt im Programm. Nee, das ist gar nicht Speicherung, sondern das ist eher sowas wie... ja, wir haben gerade nicht genug Windkraft. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen mehr Strom und wir können entweder das große Gaskraftwerk oder das große Kohlekraftwerk irgendwo anfahren, eher das Gaskraftwerk. Oder wir fahren 20 Blockheizkraftwerke quer übers Land an, die dann noch den Nebeneffekt haben, die erzeugen nicht nur Strom, sondern die erzeugen auch Wärme für die Haushalte und kriegen dadurch eine wesentlich höhere Energieeffizienz hin. Also ich kann den Programmpunkt gerade zitieren. Der Umstieg auf regenerative Energien muss unserer Meinung nach auch durch Förderprogramme vorangetrieben werden. Die damit verbundenen Zuschüsse, Einspeisevergütungen, Prämien und Steuervorteile müssen ökologisch und ökonomisch sinnvoll, sozial ausgewogen sowie unmittelbar für die Schonung von Ressourcen wirksam sein. Besonders wichtig ist dabei die Förderung von dezentralen Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung und der Fernwärme, der Förderung von Wärmedämmungsmaßnahmen sowie Kostenangebote zur Energieberatung. Ja, sehr schön. Ja. Prima. Und da gibt es ja auch, glaube ich, jetzt auch auf technischer Ebene ja einige diese Schwarmkraftwerke. Ich weiß nicht genau, ob VW und Telekom da irgendwie sogar zusammenarbeiten, dass die Trend es halt eben Spitzen gibt, dass die über die Telekom Kraftwerke, also Blockheizkraftwerke anschmeißen, und zwar ganz kleine, und zwar Hunderte und Tausende, und die dann sozusagen dann mit in das System einspeisen. Was da auch noch interessant ist, in Oldenburg direkt ist es im Augenblick so, dass die EWE das Netz, der Vertrag ausläuft und es ist, soll von einer Genossenschaft eventuell übernommen werden. Ich habe da zum Beispiel auch erfahren, dass das Netz also in der Nähe von Oldenburg extrem groß ist. Das heißt also, die sind so zwischen 30% und 50%, haben die mehr Kapazitäten, könnten sie verarbeiten, als sie überhaupt benötigen. Das heißt also, auch hier besteht eventuell noch die Möglichkeit, auch Energie auch zu transportieren, nicht nur über die großen Leitungen. Also speziell für Oldenburg kann ich da auch mitreden. Das ist natürlich sehr in unserem Sinne, wenn Netze oder Netzkonzessionen durch die Gemeinden zurückbekommen werden, damit sie wieder in Menschenhand sind. Ich war aber jetzt vor 2 oder 3 Monaten im Umspannwerk Oldenburg Süd von der 110 zur 20 kV-Ebene und ich habe dort selbst mir berichten lassen von den dortigen EWE-Netzmitarbeitern, dass diese Umspannwerke gerne mal im Rückwärtsbetrieb laufen, also sozusagen, dass die Energie aus dem 20 kV-Netz, also aus dem Versorgungsnetz, übertragen werden muss in das Verteilnetz, in das 110 kV-Netz, und in diesem Rückwärtsbetrieb durchaus Auslastungszustände erreicht werden. Dort auch schon größere Taus gebaut werden, um dem entgegenzuwirken. Das heißt also, die größeren Netze, die sind nicht überflüssig, wie Wolfgang vorhin angedeutet hat, die brauchen wir schon und da brauchen wir auch Ausbaufunktionen. Ich will nochmal in Erinnerung rufen, dass wir mal ein Gespräch mit dem Umweltminister geführt haben, ganz am Anfang. Und dass es da speziell um den Konflikt Bürgerbeteiligung und Energiewende ging. Und da ist ein interessanter Unterschied deutlich geworden, denn für die Grünen ist offenbar wichtiger, ihre Ziele zu erreichen. Die haben ja so ein irrsinniges Ziel. Schleswig-Holstein soll innerhalb von 10 Jahren 3-mal so viel Energie produzieren, wie es selbst verbraucht. Und für uns ist es eigentlich wichtiger, die Bürgerbeteiligung. Das heißt, wir sagen, wenn das nicht gewollt wird vor Ort, muss man auch ein bisschen Verlangsamung im Zweifel in Kauf nehmen. Bei der Energiewende sich eben nicht gegen den Willen der Menschen durchsetzen lässt. Und da ist, glaube ich, auch ein wichtiger Unterschied zu den Grünen politisch, wo wir unterschiedliche Schwerpunkte haben, weil bei uns die Bürgerbeteiligung halt an erster Stelle steht. In Schleswig-Holstein kann man auch über solche Windparks Bürgerentscheide beantragen. Und das ist auch, glaube ich, eins der Themen,
wo es die meisten Bürgerentscheide so gibt, ne? So, ja. Windparks. Das ist ja mit Abstand so. Genau. Ja. Passiert dazu eigentlich was im Petitionsausschuss? Windpark? Ja. Zur Augen ist eine Petition eingegangen. Aber das war leider zu spät. Ja, würde ich sagen, damit wir noch zu den anderen Themen kommen, wenn ihr dazu nichts mehr habt, haben wir als drittes noch ein schönes Thema im Bereich Umweltschutz, und zwar Fracking. Es ist so, dass wir diesen Antrag eingebracht haben, den wir vorhin schon mal kurz eingeblendet haben, wonach wir fordern, erstens, die Öffentlichkeit muss über eingehende Anträge informiert werden, wenn da Aufsuchungen stattfinden sollen, und zweitens, die Kreise sollen Widerspruchsrecht bekommen gegen Rohstoffförderung auf ihrem Gebiet in einem neuen Umweltgesetzbuch. Habt ihr da Positionen dazu, oder wenn nein, wie würdet ihr das sehen? Ja, also ich habe jetzt nicht schnell genug aufgeblättert, aber wir sprechen uns hier im Programm auch ganz klar für ein generelles Verbot von Fracking aus, solange die Risiken nicht ganz geklärt sind. Und ich sage euch, dass die Risiken sich auch nicht so schnell klären lassen, weil wir erstens nicht genug Erfahrung damit gemacht haben, und zweitens natürlich, weil die Studien, die existieren, von den Leuten, die den Auftrag gegeben wurden, die gerne als risikolos darstellen, was aber Fracking bekanntermaßen keineswegs ist, Fracking beinhaltet, dass selbst wenn man ohne gefährliche Substanzen arbeitet, dass die geförderten Substanzen durch die Fracking-Rohre kriechen, den Boden belasten, das Grundwasser belasten, die Gefahren sind kaum abzusehen, werden es längere Zeit nicht sein, und solange müssen wir die Finger davon lassen. Ja, also ich stehe voll hinter dieser Forderung und sehe aber einfach die Gefahr, dass dieser Nebensatz, solange nicht geklärt ist, immerhin die Möglichkeit eröffnet, zu Forschungszwecken oder zu Probezwecken bestimmte Flächen eben doch zu fracken. Und da, meine ich, müssen wir unser Programm oder unsere Politik auch noch erweitern, dass man eben sagt, also, dass das nicht geschehen darf, sozusagen, sondern bestenfalls eben, dass man auf Gutachten zum Beispiel aus Gebieten, wo schon jahrelang gefrackt wird, einfach zurückgreift. Denn, sagen wir, ohne Grund hat zum Beispiel Frankreich das nicht geschehen, sondern da gibt es einfach Grundlagen, die sagen, das geht überhaupt nicht. Und die haben ja wesentlich weitere Flächen als wir in der Bundesrepublik. Mhm. Ja, ein weiterer Punkt wäre ja vielleicht auch beim Fracking die Erdbebengefahr, die durch Förderung entstehen kann, vor allem in Gebieten mit viel Schieferablagerung und so weiter. Das ist natürlich ein Problem. Und bei uns in der Region, in Osnabrück, waren halt mehrere Initiativen, die sich gegen konkrete Fracking-Vorhaben vor Ort eingesetzt haben. Und ein interessanter Fall ist bei mir, sage ich mal, im Nachbardorf in Bad Lahr, Bad Rothenfelde sollte Fracking stattfinden, und das war eine ganz konkrete Bedrohung auch für die Landwirtschaft. Also die Landwirte sind da halt auch auf die Barrikaden gegangen, weil es dann natürlich auch um die Lebensgrundlage ging. Halt auch nochmal ein interessanter Verbündeter bei Protest. Und ein weiterer Punkt ist ja, also es wird angesprochen, dass dieser Nebensatz quasi nochmal ermöglichen würde, dass man Testbohrungen macht. Also da würde ich sagen, greift ja unser zweiter Punkt zum Thema Fracking, den wir im Wahlprogramm haben, und zwar die Reform des Bergrechts, dass wir uns über eine Bundesratsinitiative dafür einsetzen wollen, genauso wie ihr es in Schleswig-Holstein vorhabt, dass wirklich die Leute vor Ort darüber entscheiden können, ob sie so etwas möchten oder nicht. Und ich unterstelle mal einfach, dass ich davon ausgehe, dass kaum jemand möchte, dass in seiner Region Fracking betrieben wird, weil es da wirklich um die Wasserversorgung geht und die halt auch nicht so lokal gebunden ist. Schwierig ist es natürlich, wie man dann, den Kreis der Betroffenen einschränkt. Wenn jetzt beispielsweise Fracking in der Grenzregion von einem Kreis oder einem Gebiet geplant ist, inwiefern, also vor allem bei Grenzregionen auch zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen, inwiefern man da halt auch länderübergreifende... Oder die Niederlande. Ja, oder die Niederlande, inwiefern man da halt, gut, das ist jetzt nicht Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, von daher kann man da schlecht, sage ich mal, mit unseren Gesetzesvorhaben was anrichten, sondern eher halt international, sage ich mal, zusammenarbeiten und kooperieren, vielleicht auch auf kommunaler Ebene. Also unser Umweltminister hat erzählt, dass wer im Bundesrat ganz vehement gegen jedes Fracking-Verbot ist, ist Niedersachsen. Und so wie ich das erfahren habe, wird das bei euch eingesetzt, das Verfahren. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ob das öffentlich überhaupt veröffentlicht ist. Ja, da leiden wir drunter. Ja, also es gibt, wisst ihr genau, in welchen Gebieten? Es gibt auch eine Bohrung, weiß ich, die steht in Vector, das habe ich jetzt gerade noch so im Kopf. Da ist aber also nicht das vertikale Fracking gemacht worden, sondern das horizontale. Es wird auch nicht gefördert im Moment, die Genehmigungen stehen da noch aus. Also man hat aber schon gefragt, um zu gucken, wie es funktioniert. Ja, noch eine andere Frage noch. Also ich habe die Karte gesehen, wo auch die
Gebiete für Niedersachsen drauf sind. Das ist ziemlich übel. Ganz klar, bei uns in der Gegend Diepholz, in dem Bereich, wo ich herkomme, wo ich jetzt wohne, ist das natürlich ein Thema der Menschen vor Ort. Es gibt auch viele andere Gefahren, nicht nur beim Frecken, sondern auch allgemein beim Gasverbrauch. Das Abfackeln der Restgase letztendlich wird auch von den Firmen, also unverantwortlicherweise, mit billigsten Methoden gemacht und fackelt das Gas einfach und brennt es einfach ab. Es gibt tatsächlich, das ist auch eine Forderung, die wir im Kreis Diepholz haben, Systeme, die eben die Luftzufuhr, die Brenntemperatur so erhöhen, dass auch alles an Giftstoffen tatsächlich verbrennt. Das wird auch von den Firmen eingesetzt. Das heißt, ich hoffe, ich gehe mal nicht davon aus, dass die Firmen von sich aus hier eine Einsicht zeigen werden. Und sonst weiß ich natürlich auch, dass man jetzt aber noch nicht ganz wirklich nachverfolgen können, dass die FDP da wohl maßgeblich versorgt, dass diese Anträge weiterhin behandelt werden und natürlich auch noch nach allem Recht genehmigt werden. Also die nutzen jetzt die letzten Tage ihrer Regierungszeit, um da noch möglichst viel auf unser Recht Schaden anzurichten. Das ist ein großes Thema in Niedersachsen und viele von uns wohnen auch in unmittelbarer Nähe von solchen Fracking-Feldern. Verpressen ist auch ein großes Thema, ne? Also weil das dann in der Nähe vom Wasser ist. Und das spielt tatsächlich eine Rolle, ob du nun horizontal frackst oder eben das Verpressen hast du trotzdem. Auch wenn du vertikal frackst, musst du das die Reste verpressen. Oder musst du nicht, aber es wird so gemacht. Wird verpresst, ne? Das Verpressen, wie gesagt, es gibt bei den Fracking, wenn man jetzt das ganze zerlegt, gibt es da das Problem der Urane. Das ist tatsächlich das, was aus dem Boden dann auch rauskommt. Das ist auch gar nicht geklärt, wie das gefiltert werden soll, ob es geklärt werden soll. Da äußern sich die Firmen auch nicht wirklich zu. Sie sagen eben, ja, wir werden es dann eben in die alten Löcher verpressen. Ob es dann da bleibt, wissen wir nicht. Was ich sicher weiß, ist, dass die ExxonMobil bei uns im Bereich Messungen in Wäldern macht. Und das in Vollkörperanzügen, wo am Sonntag die Menschen spazieren gehen. Das sagt, denke ich, eine ganze Menge aus. Sollte man einfach mal auf sich blicken lassen. Also ich sehe eigentlich zwei Probleme. Das eine, Niedersachsen ist, der Staat kriegt eine ganze Menge Schürfrechte. Also richtig viele Millionen, hunderte Millionen. Ne? Und das ist natürlich eine Triebfeder, das auch immer weiter voranzutreiben. Und da wird jede Regierung auch ein Problem haben, das einzuschränken. Ne? Wenn du jetzt 2020 die Schuldenbremse denkst, dann auf 500 Millionen Euro zu verzichten. Ja, dann brauchen wir eine Gegenfinanzierung. Die ist nicht so ganz einfach. Und das zweite Problem ist, dass die Forderungen, die wir stellen, die ich sehr gut finde, die sind so gar nicht umsetzbar, weil es Bundesrecht ist. Und das erlebe ich sowieso bei ganz vielen Forderungen, dass eben seltene Gesetze mittlerweile schon auf Bundesrecht sind. Mein Wunsch da eigentlich immer auch wäre, wieder mehr Kompetenzen auf die Landesebene zu holen, damit man solche Fragen überhaupt politisch klären kann, von Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie. Das geht hier aber bei anderen Bereichen genauso. Ja, das also, ist in ganz vielen Bereichen. Wenn du im Bundestag sitzt, hast du plötzlich den Effekt, dass es entweder irgendwie von der EU geregelt wurde oder von den Ländern. Das ist gefühlt, egal auf welcher Ebene du sitzt, das sind immer die anderen zuständig. Ja, aber auf Landesebene kannst du schon beobachten, wenn du das anguckst, seit 1950, dass eigentlich immer mehr Kompetenzen abgewandert sind. Ne? Du hast ein ähnliches Problem dann auf Bundesebene und EU-Ebene. Das stimmt, das kann man auch ähnlich beschreiben, die Mechanismen. Obwohl bei dem konkreten Antrag muss ich sagen, dass in dem Antragstext schon drin war, dass es sich um eine Bundesratsinitiative handelt, die wir anstoßen wollen. Also es wurde natürlich berücksichtigt. Aber ich meine, klar, man kann nur das in dem Rahmen umsetzen, der gesetzlich machbar ist. Das ist halt der Rahmen. Aber an dieser Stelle ist es halt auch ein gewisses doppeltes Spiel, sage ich mal, was die Regierungskoalition sowohl auf Landes- als auch Bundesebene in Niedersachsen treibt, während in Niedersachsen kurz vor dem Wahlkampf gesagt wird, okay, wir legen das erstmal auf Eis, handeln dieselben Parteien dann im Umweltausschuss hinter verschlossenen Türen aus, dass sie da keine Notwendigkeit sehen bei der Reform des Bergrechts. Also. Ja, aber das finde ich gut, weil dann, wie gerade beim Punkt Fracking, können wir dann was Gemeinsames festhalten, nämlich, dass wir uns beide dafür ein striktes Verbot und eine grundlegende Reform des Bergrechts dann eben auf Bundesebene einsetzen wollen, mit vor allem frühestmöglicher Information der Öffentlichkeit, welche Anträge werden gestellt und welche Gebiete wird das schon eingesetzt. Im Moment ist das ja alles geheim und Geschäftsgeheimnis und so weiter. Ne? Ja, auch die Trinkwasserverbände wurden nicht informiert. Und Wie ist das denn mit diesen Messungen, also wenn da die Leute in diesen Vollkörperanzügen rumlaufen? Also messen die da irgendwas am Boden oder bohren die tiefe Löcher oder wie darf man sich also das meine machen? Vermutung ist, dass es nach Funktion Wasserstoffe gemessen wird, das was aus dem Boden austreten könnte.
Also was ich sehr interessant fand, was jetzt eine eine Initiative in Japan gemacht hat, die haben ganz viele Geigerzähler verteilt und die alle vernetzt, dass sie permanent Messdaten liefern und die veröffentlichen. Wenn das hier schon in Niedersachsen eingesetzt wird, kann man vielleicht mal überlegen, was man sinnvollerweise messen könnte und das dann ja, ins Internet einspeisen, die Messwerte darstellen auf Karten und so, ob bestimmte Werte hochgehen oder nicht, weil ich meine, viele Werte kann man ja als Otto-Normalbürger gar nicht messen. Und oft ist das mit ein paar einfachen Sensoren durchaus zu realisieren. Also tatsächlich ist es so, wir haben das angeregt, wir wollten einfach mal messen. Hm? Und haben mal geguckt, was kostet so eine Messung tatsächlich. Auch besonders, was die Leitung des dreckigen Wassers, also des Abwassers, aus der Baustelle angeht. Und da kostet eine Messung mal schlappen Tausender. Das ist aber noch keine aussagekräftige Messung. Das heißt, ich muss ja mehrere Messpunkte anlegen. Da wird es dann schnell für Privatleute oder für Bürgerinitiative einfach schon gar nicht zu teuer. Ja, die Frage ist einfach, ob man da irgendwie eine einfache Gerätschaft basteln kann, mit der man das messen kann. Wenn man natürlich immer jedes Mal ein Labor bemüht, dann ist das klar, dass das teuer ist. Ja, das ist schwierig, wo Flug- und Wasserstoff in den geringen Konzentrationen sind mit einfachen Mitteln nicht festzustellen. Mhm. Das ist eben technisch nicht machbar. Schade. Zumindest nicht nach meiner Erfahrung. Bist du keine Erfahrung mit Also ich komme jetzt mal wieder mit dem Programm, das haben wir schon so als fertige Beschlusslage und ich glaube, dass ihr dem wahrscheinlich zustimmen würdet, dass wir die Berghändler verpflichten, Daten, auch Monitoring-Daten, solche Messdaten permanent zur Verfügung zu stellen. Das würde den Punkt geben. Und vielleicht können wir noch eine neue Sache einbringen, auch gerade aus dem Programm, nämlich noch das Verbandsklagerecht, die wollen wir wie an vielen anderen Punkten auch an dieser Stelle ermöglichen. Ja, ich glaube, dieser Open-Data-Aspekt ist auf jeden Fall etwas, was wir vielleicht noch mehr herausstellen sollen, diesen Bürgerbeteiligungsaspekt in diesem Punkt. Dafür wäre ja vielleicht auch nochmal ein Antrag interessant für den nächsten Landesparteitag. Ich würde dem gute Chancen. Steht im Grunde schon hier zwischen den beiden. Ja, besser ist nochmal ganz eindeutig zu hören. Ne? Ja, ich bin nicht sicher, ob so ein Antrag nicht so in der Richtung zumindest gibt. Die Frage ist, eben kriegen wir ihn nach vorne, damit er auch abgestimmt. Ja, also ich meine, im Endeffekt, wenn man den Fracking-Antrag zusammen in Kombination mit unserem Antrag zu Open Data und Transparenz nimmt, könnte man sich das so ableiten. Aber ich finde es immer schöner, natürlich das nochmal im Detail. Wir wollen die Handlungsfähigkeit der Information durch ein Verbandsklagerecht beraten. Das Verbandsklagerecht, klar, das habe ich nämlich reingebracht. Das weiß ich ganz genau. Nee, ich meinte den Open Data-Aspekt, ja. Katar, das steht aber wirklich schon drin. Die Betreiber sowie die aufsichtsführenden Behörden, meistens Landeswerkämter, werden grundsätzlich verpflichtet, alle Geo-, Umwelt- und sonstigen Monitoring-Daten permanent aktualisiert, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wortwörtlich. So machen wir halt irgendwie so eine Art Feststellungsbeschluss oder Bestätigungsantrag. Dann ist das mein Bestätigungsfeststellungsbeschlussantrag. Und das löst halt auch das Problem, dass ich im Privatmensch nicht irgendwie viele Messungen leisten kann, sondern das Amt hat die Pflicht zu messen und diese Daten zur Verfügung zu stellen, Problem gelöst. Und zwar sofort. Ja. Und zwar sofort. Man könnte sich da ja auch noch, also es kommt immer natürlich auf den Kostenfaktor an. Also diese Messung in Fukushima, das war ja ein Crowdsourcing-Projekt von einer Initiative, die sich selber Geigerzähler gebaut haben, beziehungsweise Bauanleitungen für Geigerzähler dann ins Netz gestellt haben, sodass Leute sich das selber bestellen konnten. Das war standardmäßig geeicht. Da gibt es einen sehr interessanten Vortrag auf dem letzten CCC-Kongress. Da bin ich drauf gekommen. Ja, da saß ich drin. Jedenfalls, das wäre halt so eine Idee. Aber wenn du sagst, es ist halt sehr kostspielig, so etwas zu erstellen. Die Radioaktivität ist leider wesentlich einfacher zu messen. Also ein Glück einfacher zu messen als chemische Verbindungen. Es gibt zwar Chips, die das inzwischen ermöglichen sollen, auch chemische Verbindungen aufzuspüren, aber tatsächlich weiß ich nicht, ob es Messgeräte gibt, was die kosten. Ja, kann man ja auch als Auftrag an die Regierung geben. Ja, das ist mein Wissen wirklich auch mal erschöpft. Die Regierung möge eine einfache Messmöglichkeit für. Vielleicht nach den Zeitreisen. Ich finde das gar nicht so unrealistisch. Also gerade wenn man jetzt Fracking in Land startet. Nee, das wird der Messer. Aber habt ihr noch was zum Punkt Fracking? Sonst würde ich sagen, halten wir einfach die Punkte mal fest, da sind wir uns einig und da wollen wir uns gemeinsam für einsetzen. Wir haben als viertes Thema das Thema Tourismusförderung und insbesondere Nordseetourismus. Das ist im Moment so, dass die schleswig-holsteinische Nordseeküste und die niedersächsische Nordseeküste in Konkurrenz zueinander werben.
Die haben getrennte Internetportale, sie machen auch auf Tourismusmessen irgendwie getrennte Stände und so. Was haltet ihr davon, dass wir mal gemeinsam für die Nordseeküste insgesamt werben? Würde das nicht irgendwie mehr Sinn machen, als wenn da jeder für sich werkelt? Da möchte ich kurz was zu sagen. Und zwar hat man im Landkreis Cuxhaven, gerade besonders hier in Cuxhaven, sehr, sehr lange den Tourismus gefördert. Was wir jetzt als Ergebnis daraus haben, ist eine Hochschulstadt, eine Stadt, die den demografischen Wandel 20 Jahre lang vorausliegt, weil Jugendliche es nicht mehr interessieren. Tourismus wurde gefördert, da sehr, sehr viele Hotels, Pensionen hier auch den Namen von Kreisverbundenen haben, wundersamerweise. Aber es wurde sehr, sehr wenig Wert auf anderes gesetzt. Man muss sich überlegen, ob man wirklich finanziell in der Lage ist, den Tourismus so zu fördern, wie es dann meistens befürwortet wird. So, ich kann nur sagen, ich werde mich dagegen aussprechen, auch als Direktkandidat, denn was dabei herauskommt, ist bisher in jedem Fall, zum Beispiel für Landkreis Cuxhaven, überaus negativ gesetzt. Gilt das für dich auch für die Werbung? Das heißt, dass man für die Urlaubsregion wirbt? Da gibt es ja Tourismusagenturen. Wenn du wirbst für etwas, hast du es ja entweder oder du möchtest es ausbauen. So, meistens wird es dann gleichzeitig damit ausgebaut, damit du auch mehr liefern kannst. Jeder Käse wird ständig gebaut, das ist ja Bachbieter Käse. Auch in Cuxhaven wird ständig angebaut. Das siehst du auch gerade schon wieder ein Neuhaus. Neubau. Werben grundsätzlich für das, was es gibt, nicht. Ich würde aber sagen, besser doch nicht, denn du kannst das Geld, das du hast, ja eher auf etwas anderes verwenden, anstatt Sachen wieder zu befürworten, die dann eigentlich überhaupt nichts bringen. Also du meinst, man sollte diese Tourismuswerbung überhaupt streichen? Was bringt es denn? Also da muss ich mal ein bisschen gegenhalten. Wir haben mit dem Wirtschaftsminister Mayer jemanden aus Mecklenburg-Vorpommern bekommen, der verantwortlich dafür war, dass in Mecklenburg-Vorpommern ein ganz tolles Tourismuskonzept erarbeitet wurde, das sehr, sehr marketingmäßig orientiert war. Damit ist es denen gelungen, innerhalb von 2 Jahren 22% Zuwachs beim Tourismus zu bekommen. Und sie haben aus den langen Ostsee abgelaufen. Das haben sie alleine dadurch geschafft, dass sie ein tolles Konzept entwickelt haben, das super ins Internet gestellt haben und über die Gründe Wochentausend andere Kanäle vermarktet haben. Das heißt, sie haben über diese Art von Vermarktung einen unheimlichen Umsatzplus geschaffen und Arbeitsplätze geschaffen. Das geht. Die Leute lassen sich darüber beeinflussen und wer sich im Urlaub orientiert, der macht es nicht nur über diese Reisekanäle, Sonnenklar-TV oder was der Henkel wie, sondern der guckt auch mal ein bisschen Internet nach. Das haben die ganz hervorragend hinbekommen. Von daher ist Marketing schon wichtig. Und inwiefern wirkt das dem demografischen Wandel entgegen, mit dem wir hier eigentlich mehr zu kämpfen haben? Denn die Jugendlichen interessieren sich dafür nicht. Die wollen nicht in diesen Bereich. Und wenn wir diesen Bereich hier haben, dann müssen wir zumindest Ausbildungsplätze hierher schaffen oder zumindest irgendwelche Möglichkeiten, sich in dem Bereich vorzubilden. Und das haben wir nicht. Das heißt, Leute, die das machen möchten, die kommen, die fallen ja halt auch weg. Und wie gesagt. Also da muss man, ich meine, es gibt sehr viele junge Leute, die in der Gastronomie arbeiten. Und das wird auch vom Tourismus ganz stark befeuert. Aber ich sehe das Problem, was du gerade skizzierst. Also wenn man zum Beispiel mal nach Travemünde guckt, das Durchschnittsalter liegt da deutlich über 60 von den Leuten, die da wohnen. Das weiß ich nicht, ob man das so gut finden sollte. Nee, das ist wirklich so. Es ist ganz toll, wenn man da Unterschiede sammelt. Kann ich wirklich empfehlen. Eine Sache. Einerseits musst du ja auch dafür sorgen, dass Touristen halt einen schönen Ausblick auf solche Sachen haben. Mit dieser Begründung wurde vor 20 Jahren Mercedes abgelehnt. Mercedes wäre hier in Cuxhaven. Was das an Arbeitsplätzen entgegen hat, das wäre natürlich eine andere Diskussion. Ich würde noch mal gerne einen anderen Punkt einwerfen, und zwar, es geht ja nicht nur, sage ich mal, um Tourismus direkt in der Region, wo man, wie du sagst, eine schöne Aussicht hat, sondern vielleicht auch in den ländlichen Regionen. Und da würde ich es nicht so sehen, dass es halt unbedingt jetzt, sage ich mal, dazu führt, dass der demografische Wandel jetzt noch mal angeheizt wird, dadurch, dass junge Menschen wegziehen, sondern gerade wenn man sich kleine bäuerliche Betriebe anguckt, da ist ganz oft das zweite Standbein Tourismus, beziehungsweise gerade in den ostdeutschen Ländern wird da sehr viel, sehr massiv drin mit geworben oder sehr massiv investiert auch in diesen Bereich. Und das trägt sich auch zum Teil. Das trägt dazu bei, dass gerade diese Landflucht auch gestoppt wird, weil durch dieses zweite Standbein Landwirtschaft auch in einem kleinen Rahmen durchaus wieder eine Option ist, wenn man beispielsweise im Sommer noch ein paar Ferienhäuser im Kotten ausbaut und vermietet. Aber da müsste man halt auch weniger, sage ich mal, auf diesen Großtourismus setzen in Ballungsgebieten, sondern halt auch hinten eine Kampagne machen, sage ich mal, nachhaltige Tourismusförderung. Und das ist ja auch etwas, sage ich mal, das immer mehr Anklang auch bei Menschen findet, die in den Urlaub fahren, sage ich mal, mit Kindern auf dem Bauernhof und so. Das ist alles eine Sache, das würde ich nicht so entweder oder sehen, sondern also eine bestimmte Form von Tourismus kann durchaus dazu führen, dass man junge Leute eher vor Ort hält und auch, sage ich mal, angenehme Jobs schafft, die auch zukunftsträchtig sind.
Ja, also gerade im Tourismus gibt es ja sehr viel prekäre Beschäftigung. Das darf man gar nicht irgendwie kleinreden. Ja, und ich sag mal so, ich kann das verstehen von Stark, dass er da schön sauer ist auf die Leute hier. Es ist ja immer wieder auch trotzdem eine Sache, wie wird es dann gemacht? Wenn nun Cuxhaven oder diese Region sich auf andere Dinge hätte einlassen können, als auf die Entwicklung, die jetzt hier stattgefunden hat, inklusive der jungen Leute, wäre ja vielleicht doch auch ein anderes Resultat rausgekommen. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch nicht, Wolfgang, du sagtest, diese Marketinggeschichte da für Ostsee, gut, da muss man jetzt mal schauen, ist das denn tatsächlich dieser Marketingprozess zu verdanken, dass da nun wirklich mehr Leute hinfahren? Weil wenn ich mir jetzt, ich sag mal, so die ganze Nordsee so angucke, dann denke ich immer so, nicht überall, aber doch eher so 50er, 60er Jahre Charme. Wenn ich an die Ostsee fahre, dann bin ich im Jahre 2012 und 13. So, ob da nicht eventuell auch Gründe sind, warum gerade die Ostsee im Augenblick mehr präferiert wird und zu löschen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt jetzt das entscheidende Kernthema ist. Naja, wenn man im Landtag ist, dann kommen ja auch viele Themen auf einen zu. Ja. Das ist ja der Punkt. Also ich würde sagen, Tourismusentwicklung ist vielleicht nicht so das typische piratische Thema, aber ja, seid ihr... Musst du dich damit beschäftigen. Genau. Ihr seid, ja, ja, so ist das eben. So ist das mit diesen doofen Institutionen. Ihr seid mit dem Thema konfrontiert und möchtet sachkundig, das finde ich auch richtig, sachkundig dazu euch äußern. Und jetzt erstmal, unabhängig von der Frage Tourismus ja oder nein, es ist ja genauso wie bei der, was wir jetzt bei der Fährverbindung hatten, also Verkehrspolitik, sinnvoll in einem Themengebiet bundesländerübergreifend zusammenzuarbeiten. Also so das, was wir oft haben, auch in der Schulpolitik, dass da immer so Grenzen gemacht werden, ist ja völlig bekloppt. Und das heißt, das finde ich erstmal total gut, wenn man so überlegt, wo gibt es da Felder, wo man zusammenarbeiten kann und möglicherweise auch davon finde ich aber ausgenommen, dass natürlich nach wie vor die Cuxhaven, also die Orte vor Ort, also die, die Orte selber entscheiden können müssen, nee, ich will gar nicht mehr Tourismus, sondern ich will Mercedes-Benz-Werk haben. Ja, das war damals eine politische Entscheidung, die möglicherweise falsch war. Aber ich finde nicht, dass das im Widerspruch steht, sondern klar darf jede kleinere Region für sich dann immer noch entscheiden, nee, wir wollen nicht mehr auf Tourismus setzen oder wir wollen auch keinen sanften Tourismus, wir wollen Massentourismus, ja, wenn das jetzt nicht meins ist. Ne? Und deswegen finde ich eigentlich schon, das kann man erstmal sagen, ja, das finden wir gut, hier gemeinsam zu arbeiten. Das denke ich auch, dass man das differenziert. Entschuldigung. Kevin Reis. Ich glaube, wir wollten gerade das selber handeln. Also es geht wirklich darum, dass das ja, Demokratie von dem durchaus sehr ernst zu nehmen ist und angegangen werden muss. Allerdings unabhängig von dem Problem Tourismuswerbung. Das sind zwei ganz unterschiedliche Fragen, glaube ich. Zwar gibt es da irgendwelche gewissen Zusammenhänge, aber das ist, glaube ich, nicht die Lösung des Demokratie-Problems, ist jetzt nicht gemeinsame Tourismuswerbung zu machen. Sondern ich mag da gerade nochmal auf das Landeswahlprogramm aufmerksam machen. Da haben wir nämlich durchaus einen Punkt zu. Nicht zur Werbung, aber zum freien Zugang zu Stränden. Das ist uns niedersächsischen Piraten nämlich wichtig, dass die Kurtaxen bei Stränden und auch im Hinterland in Wäldern, Flüssen und so weiter bei Naturschönheiten, dass das entfällt. Das ist nämlich derzeit ein Problem, dass es hier viel Kurtaxe kostet, woanders weniger. Das ist im Grunde uneinheitlich, undemokratisch, nicht gut. Wir sagen, was dem Staat gehört, das soll allen zugutekommen. Darum lasst uns diese Gebühren wegfallen. Ich war höchstpersönlich in Ruxil, um dafür zu demonstrieren mit den dortigen Piraten gemeinsam für dieses Ziel. Das war eine sehr schöne Aktion. Da steht der Landesverband erstmal hinter, das steht im Wahlprogramm. Die wichtigste Frage an Schleswig-Holstein, wie sieht die dortige Beschlusslage eigentlich bei euch aus mit Zugang zu Stränden? Wir haben es auch im Wahlprogramm drin, dass wir einen freien Zugang zu Naturschönheiten fordern. Bei uns ist so ein bisschen finanziell das Problem, dass wir ein Konnexitätsprinzip in der Landesverfassung verankert haben. Das heißt, alles, was wir beschließen als Landtag und die Kommunen Geld kostet, wie zum Beispiel wegfallende Einnahmen aus Kurtaxe, müssen wir aus Landesmitteln zahlen, was ja auch vom Prinzip her richtig ist, was wir uns aber einfach nicht leisten können. Ja, und deswegen... Staatssekretär streichen.
Ja, wie immer. Könnte man. Der muss für alles herhalten. Ja, das deswegen ist das für uns ein bisschen schwer. Die Opposition benutzt immer den neuen Staatssekretärsposten, oder mal reicht die Landtagszeitung. Um irgendwas gegen zu finanzieren. Es gibt da so Lieblingsposten. Vielleicht an der Stelle zu eurer Info: Wir bereiten gerade eine Umfrage vor, in welcher Reihenfolge wir unser Wahlprogramm angehen oder umsetzen sollen. Da werden sowohl die Piratenmitglieder als auch die Öffentlichkeit Möglichkeit haben, in so einer Umfrage zu bewerten, die einzelnen Punkte. Und um das vorzubereiten, haben wir mal die einzelnen Wahlprogrammpunkte sortiert in was kostet viel Geld und was ist überhaupt auf Landesebene gar nicht umsetzbar und haben dann erstmal nur die Punkte in die Umfrage gegeben, die überhaupt umsetzbar sind und finanzierbar. Und da glaube ich, ist wahrscheinlich glaube auch dieser Punkt Naturschönheiten ein bisschen zum Opfer gefallen, weil das teuer wäre. Aber es bleibt übrig und ich bin gespannt, was dabei rauskommt, weil wir wollen im Februar unser Arbeitsprogramm für dieses Jahr haben und dann wird uns das sehr helfen, diese Priorisierung dabei, was wir in Angriff nehmen von unseren Themen. Ja, erst hier und dann dort, hinten war eine Meldung. Also wenn die Kurtaxe gestrichen werden sollen, gerade an der Nordseeküste, durch die Gezeiten wird ja viel Unrat angespült und der Wind und der Strand wird verwegen, da muss also wieder planiert werden. Wer soll das bezahlen? Wo soll das Geld herkommen? Also eine Kurtaxe finde ich prinzipiell gar nicht so verkehrt. Kommt immer darauf an, wo und wie hoch und gerade sozial Schwache, wenn sie sich das nicht leisten können, ob man eine Regelung findet. Aber die Idee, diejenigen zu Gast zu binden, die den Strand besuchen möchten, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, so eine Kurtaxe gibt es für den Strand. Und wir haben die Bestimmungshafen, zumindest mit dem, was uns die Stadt und die Nordseite Bestimmungshafen, die wir zur Verfügung gestellt hat, immer so ausgerechnet, dass die Fahrgastkarten am Strand im Grunde genommen nur dafür ausgegeben werden, die Leute zu beschäftigen, die das Geld kassieren. Und da haben wir einfach nur gerechnet, was die pro Stunde verdienen und gar nicht weiter da reingerechnet. Und das ist schon eine Nullrechnung. Das sollte man vielleicht vorher einmal durchrechnen, bevor man sagt, da fällt wirklich Geld weg. Kann natürlich auch Entschuldigung. Ich wollte auch noch mal kurz auf aufmerksam machen, es geht tatsächlich nicht nur die Kurtaxe. Das wird, glaube ich, nicht angezweifelt, dass das einen Sinn macht. Und tatsächlich nur die Möglichkeit für jeden Bürger, der in der Gegend wohnt, einfach an den Strand zu gehen und einfach am Strand zu sein. Das ist entscheidend. Aber man kann doch, wenn man hier Einwohner ist, ich sag mal, so eine Art Dauerkarte einführen hier. Keine Ahnung, das gibt es doch in Lübeck und woanders auch. Ja gut, ich will das nicht argumentieren, aber wie gesagt, wenn wir das auf den Harz runterbrechen, dann müssen wir auch einen Zaun um Harz ziehen. Das ist das Argument. Also wie gesagt, ich will das nicht weiter argumentieren. Ich denke, der Parteitag in Gesagt hat sich da ganz eindeutig entschieden. Und dem würde ich auch folgen wollen. Es geht um Eintritt. Es geht auch um Eintritt und nicht um Kurtaxe. Also Großbritannien haben die das sehr einfach gelöst, insbesondere in England. Da gibt es ja jede Menge alte Sehenswürdigkeiten und das funktioniert folgendermaßen. Man kann da eine Eintrittskarte kaufen, wenn man rein will, und man kauft immer eine Jahreskarte. Immer. Ja, super. Genau, das ist für Anwohner verhältnismäßig günstig, wenn die ein zweites Mal hingehen. Als Tourist fühlt man sich ziemlich abgezockt. Auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt auch überlegen, die Kurtaxe kann man natürlich auch irgendwie noch anders vergewaltigen. Man kann zum Beispiel da sowas wie fahrscheinlosen Nahverkehr draus bauen, über die Kurtaxe, dass man dann sagt, so, die Kurtaxe wird jetzt ein bisschen höher, dafür ist dann sowas wie ÖPNV mit drin. Das gibt es an manchen Städten schon, habe ich zum Beispiel schon in Halbert-Heiligenstadt gesehen, dass man dann, wenn man Kurtaxe gezahlt hat, auch mit dem Bus fahren kann. Da kann man mal drüber nachdenken, auch wenn das nicht fahrscheinlos ist. Außerdem kann man natürlich auch sowas wie Wettbewerb an der Stelle starten, das können wir Piraten auch machen. Zum Beispiel flächendeckende Erfassung der unterschiedlichen Kurtaxe, das macht ja jede Kommune, dass man dann eventuell auch die Attraktivität von Orten hervorhebt, die eine bürgerfreundliche Kurtaxe hat. Das kann man dann als, ich sag mal, Open Data Projekt aufziehen. Naja. Ich will ja keinesfalls bremsen, aber wir haben 13 Minuten vor. Hier und wir haben jetzt noch ein paar andere Punkte. Also noch ein kleines Schlusswort. Nee, das ist sowas Grundlegendes, dazu neige ich nicht viel zurück. Vielleicht ein Meinungsbild generell für koordinierte gemeinsame Veranstaltungen oder gegen?
ich denke, wir müssen nicht jeden Punkt aufgreifen. Wenn wir da noch Klärungsbedarf haben, lassen wir das einfach mal so stehen, würde ich sagen. Ne? Ich glaub, den haben wir doch, ja. Wir haben ja bei den anderen Punkten schon Gemeinsamkeiten. Und aus Zeitgründen würde ich mal vorschlagen, dass wir den Punkt 5 überspringen könnten. Denn da geht das nicht um was, was Zusammenarbeit konkret betrifft, sondern um eine grundsätzliche Frage. Und dann könnten wir auf Punkt 6 gehen. Das habt ihr euch auch gewünscht, dass wir mal die Webseite piratenfraktionen.de vorstellen. Vielleicht kannst du die mal zeigen, Sven, und ein bisschen was dazu sagen. Was ist die Zusammenarbeit der Fraktionen bisher entstanden? Ist noch ein bisschen baustellenmäßig. Willst du was dazu sagen, Sven? Ja. Hast du mal vorstellen? Piratenfraktionen.de ist aus einer Idee auf dem letzten Fraktionentreffen entstanden. Dort haben sich die Fraktionen aus NRW, aus dem Saarland und aus Schleswig-Holstein im Saarländischen Landtag getroffen und haben unter anderem über eine einheitliche Regelung für Nebeneinkünfte diskutiert. Da sind wir als Schleswig-Holstein mit der Ausarbeitung von einem Konzept betraut worden, was Patrick nachher noch ein bisschen mehr zu sagen kann. Und unter anderem wurde da auch darüber geredet, eine gemeinsame Webseite aufzustellen, wo dann die Nebeneinkünfte von allen Landtagsabgeordneten der Piraten veröffentlicht werden kann. Wie ihr seht hier, an der Seite ist noch schön Platz für euch. Und man kann hier zum Beispiel bei Schleswig-Holstein dann schön sammeln auf einer Seite die Links zu den Nebeneinkünften von verschiedenen Leuten sehen. Ich mache das jetzt hier einfach mal auf. Patrick hat das hier aufgeschlüsselt. Vorbildlich. Vorbildlich. Und das haben eigentlich die alle Abgeordneten aus Schleswig-Holstein haben das auf jeden Fall gemacht. Da waren wir hinterher. Der Abgeordnete im Titel gekriegt hat sich. So war es aber auch. Und falsche Eigentum für Piraten jetzt. Ich glaube, Markus Glanz ist die häufigste Nebeneinkunft bei den Abgeordneten. Ja, versteckte Einflussnahme hier. Was ist die häufigste Nebeneinkunft? Markus Lanz. 500 Euro Markus Lanz. Ah, ja. Die meisten Leute irgendwo. Also bei den Saarländern ist das ganz eindeutig aufgeschlüsselt. Und bei den Berlinern fehlen, glaube ich, fast alle dabei. Bis auf ein. Und ich glaube, die NRWler sind noch nicht dazu gekommen, weil die da noch ganz neu sind und dann noch dann arbeiten hoffentlich. Eine Woche nach uns, oder? Ja. Das sollst du jetzt nicht sagen, Uli. Sorry. Ja, ja, die sind ganz neu. Alles verlinkt. Sind auch viel mehr. Da ist noch Platz und da soll es nachher auch noch weitere Sachen geben. Also es ist nicht nur die Sachen. Aber wir waren gerade. Ach, da war der gerade. Ist aufgepasst? Nö. Warum? Das 100 Euro mehr. Ah, also sie haben es mal gut. Nur nicht weitergehen, du bist voll. NRW hat doch? Ja. Ah, cool, das ist super. Weil wir wollten ja zum Bundesparteitag, wollten wir das ja fertig haben. Das haben wir auch geschafft, ne? Genau. Ja. Also wir haben uns... Wir haben auch drei Pressereferenten. Ja. Weil du noch sagtest, Gesetzentwurf zur Veröffentlichung von Nebeneinkünften. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir eine gesetzlich verankerte und sanktionsbewährte Pflicht zur betragsgenauen Veröffentlichung sämtlicher Nebeneinkünfte samt Arbeit oder Auftraggeber und auch Zeitaufwand der jeweiligen Nebentätigkeit beantragen wollen. Das heißt, es geht nicht nur darum, wie viel verdiene ich, sondern ja auch von wem ist ganz wichtig und wie viel Zeit verbringe ich eigentlich in diesen Aufsichtsräten und so weiter normalerweise. Denn wenn jemand so seine Nebentätigkeiten zum Hauptjob macht, ich sage jetzt mal nicht per Steinbrück, dann bleibt irgendwie wenig Zeit übrig für das, für die sie eigentlich gewählt sind. Ne? So. Bei uns ist es so, der aktuelle politische Stand, dass im Ältestenrat darüber verhandelt wird, einen Konsens zu finden. Und das, was da von der Koalition kommt an Plänen, ist natürlich viel weniger weitgehend, von wegen Stufenmodell und so weiter. Wir wollen natürlich eine betragsgenaue Veröffentlichung, sehr transparent. Ich habe da unsere Vorschläge eingebracht, aber das ist im Moment noch nicht abzusehen, was dabei rauskommt. Noch ganz kurz zurück zu der Seite. Ich darf. Auf piratenfraktion.de soll nicht nur die Nebeneinkünfte veröffentlicht werden, damit fängt es jetzt nur an, sondern es wird auch geplant,
daraus, dass wir alle parlamentarischen Initiativen der Piraten in den verschiedenen Parlamenten einbringen zu können. Es ist nur, wird noch gerade daran gearbeitet, aus den jeweils unterschiedlichen Landtagsinformationssystemen diese Informationen gezielt als RSS-Feed irgendwie rauszukriegen. Manche Länder haben das schon, bei manchen Ländern muss das erst entwickelt werden, deswegen ist es noch nicht auf der Plattform online. Aber da ist durchaus noch mehr Aktionen geplant, als nur die neben meinen 5 Stück. Ich hätte mal rein von der Durchführung her. Wie soll das ein Unternehmer machen, der Veröffentlichung der Bilanz oder zum Beispiel und der Auftraggeber? Bei Selbstständigen, die müssen natürlich nicht alle ihre Kunden und so weiter offenlegen, sondern die müssen dann halt sagen, in welcher Branche sie tätig sind und eben offenlegen, welchen Gewinn sie dann haben oder im letzten abgerechneten Zeitraum gehabt haben. Also der Gesetzentwurf ist öffentlich, falls es dich interessiert, kannst du es gerne machen. Vor allem auch für viel Zeit, das ist halt auch wichtig. Also das Wichtigste ist, dass das bei Freiberuflern geklärt werden muss, dann Leute, die GmbHs haben. Bei Schweigepflicht musst du nicht offenlegen. An die Daten kommst du eigentlich dran. Da wäre nur der Transparenz halber wichtig, das gleich zu verlinken, dorthin, wo es eben liegt, damit man es schnell findet. Aber GmbHs sind so zur Veröffentlichung verpflichtet. Ich hätte noch eine Frage, und zwar inwiefern, es gibt ja bereits ein Portal, was so ein bisschen die Erfolge der Piraten im Bund, Land und auch auf kommunaler Ebene sammelt, und zwar es ist piratenwirken.de. Ich wollte fragen, ob es da in irgendeiner Form eine Kooperation mit dem Betreiber gibt oder ob so etwas geplant ist, weil, wie gesagt, da könnte man ja vielleicht Synergien nutzen. Also bis jetzt offiziell noch nicht, allerdings, ich weiß nicht, seit wann es das gibt. Es könnte überhaupt erst eingerichtet worden sein, nachdem wir den Artikel mit dem Titel Piratenwegen eingerichtet veröffentlicht haben. Im Dezember, ja. Und die Idee dahinter war halt, dass wir so eine Art Jahresbilanz gemacht haben, um zu zeigen, was wir so konkret erreicht haben bisher, und zwar für die Bürger auch. Das heißt, nicht nur innerhalb des Parlaments, sondern eben auch für die Bürger konkret. Und daraufhin ist, glaube ich, diese Seite eingerichtet worden, und die haben per Mail einfach bei allen mal rumgefragt, was sie schon erreicht haben, und haben da jetzt hier so Berichte gesammelt. Und ich finde, das ist eine super Sache, aber das ist keine Initiative der Fraktionen jetzt. Das werden wir sicherlich beim nächsten Treffen eventuell mal mit ansprechen. Das 6. Fraktionentreffen wird bei uns in Kiel stattfinden. Vielen Dank für deinen diskutierten Blogpost. Das war auch perfektes Timing. Ich stelle mal die Frage an alle 4 Fraktionen, was habt ihr bereits an besten Erfolgen verzeichnet? Ich hoffe, dass für Argumentation und Wahlkampf und zeigt euch schon das Spiel in meiner Box. Zufall. Nee, kein Zufall. Du hast die Zeitmaschine im Keller. Dir vielen Dank. Jo, dann kommen wir vielleicht zu dem Punkt 7. Das ist nochmal was ganz Spannendes, die Machtfrage Opposition, Koalition, Tolerierung. Wir haben natürlich, als wir im Wahlkampf waren, uns auch die Frage gestellt. Wir haben uns mal mit allen Kandidaten zusammengesetzt gehabt. Vielleicht kannst du das erzählen, Torge, weil du hast noch an der Pressemitteilung mitgearbeitet gehabt, als es um die Frage ging, ob wir Koalition und welche Aussage wir dann machen. Uff. Oder weißt du es nicht mehr? Lange ist es her. Haben wir eine Pressemitteilung damals gemacht? Koalition? Wir haben doch was die ganze Zeit so irgendwie. Das war diese Pressekonferenz dann Tag danach, oder? Ich meine das vorher. Du, das habe ich einfach mal immer so gesagt, da habe ich niemanden gefragt, ich habe es einfach gemacht. Also ich meine, wir hätten uns mal darüber unterhalten gehabt zusammen. Das kann und, gut sein, aber ich habe es aber meistens immer gemacht. Wir haben dann folgende Aussage gemacht. Erstens, wir reden mit allen. Stimmt, hast du auch gesagt, Torge. Wir reden mit allen, die mit uns in Gespräche gehen wollen nach der Wahl. Wir wollen aber alle Verhandlungen öffentlich führen. Das heißt, es muss live gestreamt werden. Hast du doch auf der Pressekonferenz noch gesagt, ne? Bei der Bundespressekonferenz. Ich weiß aber nicht genau. Das haben wir aber jetzt irgendwie nirgendwo basisdemokratisch beschlossen. Okay, dann hast du das einfach gesagt. Natürlich habe ich mich mit Leuten irgendwie mal darüber kurz gestritten, aber ich wusste nicht, dass wir da irgendwie mal einen Antrag oder so zu abgestimmt haben oder sonst wie. Ja. Aber wir hatten uns nicht, oder du hattest uns nicht festgelegt auf irgendeine Konstellation, ne? Nein. Genau. Ja. Und ich weiß nicht, bitte? Ja, es gab keine. Also. Wir haben tatsächlich, es ist tatsächlich so weit gegangen, dass sich die Fraktionsvorsitzenden bei uns vorgestellt haben, beziehungsweise die meisten, und es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel Wolfgang Kubicki es abgelehnt hat, mit uns zu reden, während die Spielminuten, der sich halt auch nicht bei uns vorgestellt hat. Und er war der Einzige, der das nicht gemacht hat. Selbst Johannes Kaltes von der CDU ist zu uns gekommen, hat sich streamen lassen, hat sich mit uns über Mate unterhalten. Und das war ein super nettes Gespräch. Ja. Wir haben es mit dem Ministerpräsidentenkandidaten. Das Beste war am Tag, nachdem wir dann den Ministerpräsidenten gegrillt hatten, da war er dann
weil wir sind ja auch die Wahl. Und dann kam Johannes Kaisen, der Vorsitzende der CDU-Fraktion, zu mir im Plenum und sagte dann zu mir, das, was Sie gestern Abend mit dem Eilig gemacht haben, das war großartig. Ich sage, woher wissen Sie das denn schon? Da habe ich gehört. Und das habe ich meiner ganzen Fraktion auch angeordnet, dass alle hören sollen. Wie Sie den auseinandergenommen haben, großartig. Das war ganz großartig. Und das muss man mal sagen, die hören zu. Und er hat also seiner Fraktion auch quasi befohlen, das sich selber auch nochmal anzuhören. In der Anfangszeit war es mehr, als es heute ist, aber wie Patrick vorhin schon gesagt hat, die hören schon ganz genau zu. Und wenn es auch ihre Referenten sind und Nachsauern, ganz gut bei uns. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, wie handhabt ihr das oder wie ist da eure Meinung? Also wir waren eigentlich am Anfang so, dass wir gesagt haben, nee, Koalition kommt eher nicht in Frage. Man könnte sich aber Zusammenarbeit vorstellen, also themenbezogene Zusammenarbeit machen wir sowieso schon die ganze Zeit. Anträge zusammen mit anderen einbringen und so. Also, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ja? Also als sich abzeichnete, dass das Wahlergebnis knapp wird, das war 10 Tage vor der Wahl, am Freitag vor der Wahl haben wir uns in der Münster getroffen, wir haben den Vorschlag gemacht, dass wir eine sachbezogene Tolerierung praktisch aktiv, passiv in jeder Weise uns vorstellen können. Damit wollten wir, und das ist auch angenommen worden, der Vorschlag, damit wollten wir unterstreichen, dass wir sehr konstruktiv orientiert sind und nicht auf generaler Position. Ja. Und damit haben wir uns die Option offen gehalten, mitregieren zu können, ohne regieren zu müssen. Das war bei den besonderen Umständen der Mehrheitsregierung geschuldet. Die sind bei euch geändert. Bei uns war abzusehen, dass das knapp war. An dem Freitag war noch die Umfrage, bei uns war 11%. Das war dann vor dem letzten Nazi-Geld, was wir hatten. Und das war 14 Tage vor der Wahl, so war das. Also das war noch am Wochenende vor dem Bundesparteitag in Münster. Und da hatten wir noch 11%. Bei uns ist es ja auch traditionell so, dass der Ministerpräsident mit einer Stimme Mehrheit da schon mal Probleme gehabt hat, gerade mit der SPD gewählt zu werden. Da gab es ja den sogenannten Heidemörder, der in ein paar Anläufen hintereinander die Regierungsbildung verhindert hat. Und gerade aus diesem Grund war man halt in dieser Wahl sehr erpicht darauf, eventuell noch ein paar Sicherheitsstimmen von den Piraten zu kriegen. Und hat sich auch dementsprechend Mühe gegeben. So haben wir zum Beispiel verhandelt, dass das Land sich dafür, wir haben zum Beispiel als Grundvoraussetzung, dass wir den Ministerpräsidenten wählen können, gemacht, dass das Land sich im Bundesrat gegen die Vorratsdatenspeicherung ausspricht. Was denn auch relativ schnell so passiert ist. Ja, aber das dann die Forderung oder Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel, ja, habe ich auch einfach nur spontan gestaltet in dieser Fernsehsendung. Ja, wir hatten es auch muss ganz gesprochen mit dem Sticken ja noch. Ja. Also das hat Patrick in der Ecke. Ja, aber das mit der Vorratsdatenspeicherung war ja in allen Medien, nachdem ich am Wahlabend gesagt habe, ja, wenn, dann muss ich einfach nach einer neuen Vorratsdatenspeicherung gehen. Und wir haben gleich am Tag danach uns zusammengesetzt und ein paar Forderungen unserer Sicht aufgestellt. Ja. 3 oder 4 Punkte, glaube ich. Und die waren sehr erfolgreich. Das war strategisch das Wichtigste. Ja. Nehmt euch für den nächsten Morgen vor, egal wie voll ihr gefeiert habt und welchen Aggregatzustand ihr habt, dass ihr die Ersten seid, die sich treffen zum zur Presse. Pressekonferenz. Am besten wir die Wir sind in der Landespressekonferenz am Morgen. Also zwischen 8 und 10.40 Uhr. Ja, wenn das so organisiert ist, wenn ihr da so sein müsst, also wir haben es alleine für uns gemacht und wir waren die Ersten, die am Montag nach der Wahl Pressekonferenz hatten. Das war großartig. Ja, dann können wir höchstens eine um 8 Uhr parallel machen, bevor die anfangen. Ja, besser, dass ihr euch nochmal zusammensetzt. Parallel, also nein, bevor die anfangen, also vor dem ersten Termin in der Landespressekonferenz schon eine machen. Aber bin ich sicher, ob das funktioniert. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Bitte? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube auch nicht, die kommen dann einfach nicht. Weil genau. Wissen, um 10.40 Uhr kommen die eh. Also wenn ich hier reinkomme. Wenn ihr in der Landespressekonferenz seid, dann müsst ihr mich nicht umgehen. Ja, das geht halt nicht. Da war es super, dass ihr es gemacht habt, aber es ist halt in Niedersachsen. Also wir haben damit quasi die Bedingungen an der Stelle auch diktiert. Das heißt, bevor die anderen überhaupt was sagen konnten, haben wir was gesagt, das war das Geilste, dass dann der Ministerpräsident dann tatsächlich gesagt hat, ein Wort von mir, dass wir verdammt viele Schnittmengen mit der Piratenpartei hatten. Vorher haben wir programmatisch nicht existiert. Also das ist ganz lustig. Ganz sinnvoll fände ich, wenn wir uns, wenn es uns gelänge, vorher nochmal uns zusammenzusetzen mit allen, müsste man diese 3-4 Punkte durchaus mal besprechen und haben, damit man die sofort am Abend in der Runde sagen kann. Denn bei uns ist eigentlich eine spannende Konstellation, wenn man sagt, wir kommen rein und keine der anderen beiden kleinen Parteien, dann wäre es nämlich die Situation, dass zwar eine rechnerische Mehrheit sozusagen der Schwarz
orange wäre, was wir ja so eigentlich im Vorfeld ausgeschlossen haben. Ja, dann jetzt die Frage, geht Wahl in die große Koalition, um sozusagen sicher zu gehen, oder gibt es andere Zusammenarbeitsmöglichkeiten für ihn? Ne? Und deshalb wäre es wichtig, wenn wir uns vorher mal zusammensetzen und genau für solche Fälle einfach mal gemeinsam besprochen haben, wie wir dann strategisch vorgehen. Stimmt. Tim? Ja, mir persönlich, also ich fände es auch am schönsten, wenn es eine rot-grüne Minderheitenregierung gäbe, ja, die sozusagen auf unsere Stimmen, zumindest bei der Wahl, nee, ich sage, es ist meins, ja, ja. Also das ist meine Lieblingsoption und die zweite wäre dann aber Opposition und ich fände es eigentlich auch klar, bevor man da in irgendwelche Verhandlungen geht, dass man da schon, also Parteitag ist das erste oder irgendwie eine Umfrage hat, ja. Also weil, also ich glaube, Koalition würde uns zerreißen. Also ich glaube, wir sind zu unerfahren und ich glaube, das würde uns auch in der Basis zerreißen. Aber so eine Minderheiten, das könnte ich mir vorstellen. Dann hat man einfach mehr Gestaltungsspielraum. Wir haben übrigens eine Umfrage gemacht, für den Ministerpräsidenten mitwählen sollen. Oder? Ah, super. Und das würde dann... Line-Survey-Umfrage. Ja, genau. Wenn wir kein Liquid-Feedback zur Verfügung haben zu dem Zeitpunkt. Ja, ich finde Line wieder auch ein gutes Instrument. Wenn man das gut aufarbeitet mit Argumenten, ja, finde ich das super. Interessant war halt, dass... Was war noch bei raus? 62%, also dass wir wählen sollen. Genau. So, wir wissen ja jetzt auch alle nicht, wie viele ihn wirklich gewählt haben. Das kann man sich ja noch aufteilen. 6, 4, wir haben uns das auch gegenseitig nicht erzählt. Genau in dem Verhältnis ist er perfekt auch in der Fraktion gewählt. Die perfekte Fraktion. Du weißt also mehr als ich. Aber man kann ja mal Gerüchte freuen. Ja, also wir haben die Wahl geheim gehalten. Wir haben auch untereinander abgesprochen, dass wir auch untereinander nicht offenlegen, wer wie abstimmt. Weil das Spannende war ja, es gab bei der Wahl zumindest eine ungültige Stimme. Innerhalb der Landesregierung. Aber dann ich mit dir die Kommission. Also, sie gab, es gab sie. Wir wissen nicht, ob sie jetzt kommen. Es gab sie. Da muss die Geschichte vollständig erzählen. Die haben also morgens das Abstimmen geübt in der SPD-Fraktion und da war 2 Stunden lang eine ungültige Stimme dabei. Es ist schon interessant, dass man in einem Abstimmen üben muss. Das Problem ist, die Wahlverfahren sind zu kompliziert. Ja, nein. Das haben sie jetzt bei Wovereit auch gemacht, eine Probeabstimmung zu sehen, ob sie jetzt alle intern stehen. Ja, aber was so. Das ist Zirkus, aber hey. Das heißt, du bringst nicht. Ja, danke. Wie machst du das so mit Probeabstimmung? Ich glaube, viele von uns das sehr begrüßen, einfach die Basis zu fragen. Und wir haben den großen Pluspunkt, wir haben kurz nach der Wahlparteitag. Das ist eine Option, die Basis zu fragen. Die andere Möglichkeit ist natürlich klein, weil zur Not Liquid diese Möglichkeit schon angehen. Und ich glaube, wir haben auch großartig den Konsens, oder weitgehenden Konsens, das genauso machen wollen. Ja, ich glaube, wir müssen alle Bereiche nutzen, damit die auf den Parteitag kommen, sich äußern können, und die nicht am Parteitag sind, auch sich äußern. Ja. Ich sag mal, das wäre auch eine ganz interessante Möglichkeit, mal geschlossene Verhandlungen aufzubrechen, indem wir sagen, okay, wir entweder wir in dem, also in dem offenen Verfahren oder halt unsere noch besser unsere Mitgliederbasis möchte sich halt eine Meinung dazu bilden. Und das können wir nur, wenn wir den derzeitigen Verhandlungsstandpunkt wissen und wenn wir auch wissen, wie die Gewichtung da zwischen den einzelnen Forderungen ist. Ne? Und beziehungsweise da gibt es ja auch immer einen Kuhhandel, was für was eingetauscht wurde, und darüber muss man ja auch informiert sein, sage ich mal, wenn man halt sagt, nee, ich möchte an dieser Stelle was verändern, ansonsten kann ich dem halt nicht zustimmen. Und das wäre halt eine Möglichkeit, wie wir halt auch, sage ich mal, für Wähler anderer Parteien Demokratie demokratischer gestalten können. Und das wäre halt, glaube ich, eine echt spannende Sache, die es so in Niedersachsen noch nie gab. Zur Koalition? Frage nur, da stimme ich dir erstmal zu, dass ich die Option sowas von bescheuert finde, jetzt zum Beispiel auf mehr Demokratie oder auf Transparenzgesetze oder solche Dinge verzichten zu müssen. Darauf würde ich im Leben nicht verzichten, und wenn wir die Ministerbank voller Piraten sehen. Nein, die Inhalte sind echt wichtiger. Ja, ich finde, also was du sagst, kann ich sozusagen total unterstützen, aber ich glaube, dass wir das Problem haben werden, wenn jetzt wirklich sowas eintritt, dann ist ja die Gefahr, dass immer noch eine große Koalition kommt. Sozusagen der schlechteste Fall. Ja. Und dann, das heißt natürlich, du bist dann genauso irgendwie in diesem Spannungsfeld, dich den Spielregeln der anderen anpassen zu müssen und deine eigenen zu setzen. Also ich glaube, dass du da schon auch schnell sein musst. Also zum Beispiel, also ich fände es gut, wenn es welche gäbe, die die Situation vordenken. Ne? Weil zum Beispiel die Forderung aufzustellen. Ne? Wir stellen jetzt 3, 4 Forderungen. Wie machen wir das denn jetzt? Mit Rückkopplung, nicht mit Rückkopplung? Müssen wir das jetzt schon mit Rückkopplung machen? Ne? Und also da kannst du auch, glaube ich, schon einiges falsch machen und an Chancen nicht nutzen. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, wie wir damit umgehen. Ob jetzt 2, 3 Leute sagen, okay, wir überlegen uns das mal, wie das gehen könnte. Ne? Und dann muss man es irgendwie... Oder wie habt ihr es gemacht? Vielleicht könnt ihr es ja auch sagen. Was meinst du jetzt speziell? Ja,
dann ist die Situation auf euch ja zugekommen, ihr habt ein bisschen erwartet, dass sie auf euch zukommt. War das so, dass ein großer Zeitdruck da war oder konntet ihr die Spielregeln selber bestimmen? Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schwierig, wie ich es mir vorstelle. Spielregeln der Gespräche meinst du jetzt? Ja, die Themen, die ihr durchsetzen wollt. Also Koalitionsverhandlungen gibt es nicht, die in der Pressemitteilung zu machen, 50 Milliarden dazu aufgefordert und denen war klipp und klar gemacht, solange solche Sachen nicht in einem Koalitionsvertrag drin stehen, wenn wir denen nicht zustimmen. Punkt. Also wir haben sie die reingeschrieben, so ungefähr. Wir haben uns zusammengesetzt am Montagmorgen und das war eine öffentliche Sitzung, das heißt, die haben wir auch gleich gestreamt. Und da haben wir uns unterhalten, was ist uns total wichtig aus dem Wahlprogramm, was sind die zentralen Forderungen. Wir hatten ja schon den Slogan im Wahlkampf immer gehabt, Transparenz, Bürgerbeteiligung und Bürgerrechte. Und da haben wir aus jedem von den drei Themenfeldern zentrale Kernpunkte rausgenommen. Da waren wir uns irgendwie schnell einig. Okay, ja. Das ist war schon bei uns wahrscheinlich auch so. Ne? Ja. Ja. Das habt ihr aber dann für euch entschieden. Für uns, ja. Ja. Ohne noch Rückkopplung mit der Basis. Ja. Die hat das Wahlprogramm abgeschlossen. Ja. Hat das doch schon ja, und das Wahlprogramm hat sehr viele Themen. Ja, also, da findet ja eine Gewichtung statt. Also was klar ist, dass dann in dem Moment, wo wir wirklich mit anderen gesprochen hätten oder über irgendwas entschieden hätten, Tolerierungsmittel oder so, das wäre natürlich basisdemokratisch rückgekoppelt worden, keine Frage. Aber wir mussten in dem Zeitpunkt was liefern und das ja, geht nicht. Das meinte ich mit schnell sein. Ne? Ja. Das meinte ich genau mit schnell sein. Aber wie viele Tage hatte, also direkt am Tag darauf habt ihr dann, ja, okay. Ja. Da ist mit der Rückkopplung ist das nämlich auch schwierig dann. Mhm. Vielleicht noch mal ein Wort zu der Zeit vor der Wahl. Wenn ihr euch die Wälderwanderung anguckt, werdet ihr sehen, dass bei uns wird, glaube ich, von allen Parteien ehemalige Wähler in ungefähr gleicher Stärke bekommen haben, auch von der CDU zum Beispiel, aber am meisten von Leuten, die vorher gar nicht mehr zur Wahl gegangen sind. Und das ist eigentlich wichtig, sich im Kopf zu behalten, warum zum Beispiel auch ehemalige CDU-Wähler für uns gestimmt haben, weil wir halt einfach gesagt haben, wir machen das sachbezogen, wir reden mit allen, wir wollen transparente Gespräche, uns kommt uns darauf an, mit wem wir unsere Inhalte durchsetzen können. Und ich muss sagen, jetzt nach der parlamentarischen Arbeit bin ich zumindest, was unsere schleswig-holsteinische CDU angeht, ziemlich überrascht. Also die sind anders aufgestellt als die Bundes-CDU. Die haben bei sowas wie Fracking mitgemacht zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, dass man inhaltlich... Also gegen Fracking gestimmt. Gegen Fracking gestimmt, ja. Nicht bei Fracking mitgemacht. Also ich glaube, dass man themenbezogen auf jeden Fall sehr gut auch mit denen zusammenarbeiten kann bei uns. Aber ich habe mit denen, man muss sich das überlegen, einen Sozialantrag gemeinsam formuliert und mit der CDU. Also Soziales kann man mit denen sogar machen. Das ist also ungewöhnlich. So umgekehrt. Ja. Aber wir tauschen, wir sind mit unserer CDU gar nicht so zufrieden. Ja. Also Bürgerrechte in Politik geht natürlich gar nicht, ist klar. Ist natürlich klar. Ne? Aber themenbezogen kann man immer mal auch zusammen machen. Also ohne Schünemann hat die CDU dort auch in Niedersachsen wahrscheinlich Sicht. Ja. Da wird man diese Dinge vielleicht auch ganz anders reden können. Also eine Erfahrung, die ich im parlamentarischen Betrieb gemacht habe, war, wenn man im Ausschuss sitzt, ist es oft eigentlich schon zu spät, um sich in Ruhe zu verständigen. Es macht sehr viel Sinn, die Fühler vorher schon auszustrecken. Intransparent. Das ist intransparent, genau. Das ist durchaus ein Problem. Das ist auch eine Sache, die ich durchaus anprange, aber die Leute haben einfach ein Gesicht zu verlieren, wenn man ihnen im Ausschuss unter die Nase reibt, dass sie keine Ahnung haben oder warum sie jetzt ihre Meinung, die sie die letzten 20 Minuten vertreten haben, einfach mal ändern sollten. Das ist ja. Überzeugungsarbeit leistet es nicht morgen. Das ist nicht politikerkompatibel. Nee, Überzeugungsarbeit leistet man bei einer Tasse Kaffee im Vorfeld. Da habe ich das raus. Also ich habe ja im Vorfeld schon mal ein MDL angeschrieben, und zwar Karl-Heinz Blei aus Gerald, den ich auch persönlich kenne, also in der Nähe Kloppenburg-Oldenburg, und habe ihm angeboten, also sollte ich dann doch tatsächlich als 18. in den Landtag einziehen, ob wir da nicht eine Fahrgemeinschaft machen. Wie viel Prozent? Aufgrund der Kosten, die man ja einspart, und auch auf der Schuldenbremse, die die CDU ja haben wollte. Ja, und das auch noch. Und Abgeordnetenwatch hat das leider abgelehnt, das zu veröffentlichen. Der Herr Blei hat die Frage aber tatsächlich doch gekriegt. Hat mir dann privat geantwortet. Also, wir kennen uns. Also ich habe in Garels gearbeitet. Und er meinte dann doch, also von daher sind die Vorzeichen... 18% oder keine Fahrgemeinschaft? Keine Fahrgemeinschaft. Und nee, wir brauchen nur so die 13. Wir sagten noch, dass das bei der Landtagswahl dann wohl erledigen würde. Und dann habe ich ihm noch zugeschrieben, ja, es fragt sich nur für wen. Aber gut.
Ja. 18 bis 135. Rechnerisch brauchst du 13,3. Tatsächlich werden wahrscheinlich 12,5 rein. Ja, also ich muss dazu sagen, wo wir halt nichts abgesprochen haben, also es gab halt Anfragen von der Presse und dann muss man halt irgendwas sagen und habe ich halt immer gesagt, wir sind gesprächsbereit mit allen demokratischen Parteien, weil das war jetzt nicht abgesprochen, aber ich gehe einfach davon aus, wir schließen eine Zusammenarbeit mit der NPD ab, von daher habe ich das mal so gesagt. Das war schon okay. Und habe dafür jetzt auch keinen Rüffel von jemandem bekommen. Und da waren natürlich auch... Ja, nee, das ist noch nie passiert. Jedenfalls finde ich da halt auch die Aussage nochmal ganz wichtig, halt zu verdeutlichen, wir wollen sachbezogen auf mit anderen Parteien auch zusammenarbeiten und immer konstruktiv. Also wir sind jetzt nicht auf Krawall und Protest aus, was uns ja immer gerne unterstellt wird, sondern wir wollen konstruktiv an Sachthemen arbeiten. Aber halt auch immer nochmal hinterher rücken, ja, wir haben halt auch ein 90-seitiges Wahlprogramm zu verteidigen. Und es ist klar, dass wir in einigen Punkten mit einigen Parteien mehr Schnittmengen haben als mit anderen Parteien. So, das hängt aber zum Teil auch vom Themenfeld ab, weil man die Piraten halt auch nicht in diesem klassischen Rechts-Links-Schema einordnen kann. Beispielsweise beim Bereich Bürgerrechte würde ich persönlich halt mit der FDP, mit den klassischen Bürgerrechtsliberalen, die leider in letzter Zeit ein bisschen aussterben, schon einige Berührungspunkte sehen, vor allem wenn es halt so um Fragen wie Vorratsdatenspeicherung geht. In anderen Punkten würde ich halt auch beispielsweise eher Schnittpunkte mit den Grünen sehen, wenn es beispielsweise um regenerative Energien geht. Andererseits, wenn wir halt über Bürgerbeteiligung bei regenerativen Energien sprechen, haben wir ja auch eben gehört, das ist es in Schleswig-Holstein zum Teil der Fall, dass da gar nicht mehr so viele Berührungspunkte mit uns da sind. Und da finde ich, sollte man halt wirklich themenbezogen halt gucken, wie man eine Zusammenarbeit gestalten will. Und auch offen sein. Weil im Endeffekt wissen wir ja. Welchen Ministerpräsidenten wählt ihr? Das ist sozusagen die Knackpunktfrage, weil die kannst du nicht mit Sachthemen beantworten, sondern die musst du konkret beantworten. Ja, gut, aber dann. Ich glaube, aussterben tun die nur in der FDP, bei uns erzählen sie wieder auf. Ja, wir nehmen Bürgerrechtler gerne auf. Das muss man nur sehr deutlich sagen. Ja. Ja, gerade beim Ministerpräsidenten war es wichtig, dass wir dieses Grillen gemacht haben. Wir haben den wirklich am Tag vor der Wahl, war es, glaube ich, eingeladen gehabt. Ja. Und in ein öffentliches Treffen, was gestreamt wurde. Ja, das kann man sich auch noch anhören. Genau, und da ist er wirklich, vorher konnten alle Piraten da übrigens Fragen im Patch stellen. Das heißt, da war auch Basisbeteiligung mit dabei. Und da haben wir ihn wirklich eine Stunde lang gegrillt, und zwar speziell zu unseren Themen. Das ist sogar noch besser, weil wir saßen im Raum der Landespressekonferenz und hatten noch Presse war dabei. Haben noch Presse mit dabei, und also es war ein bisschen Showdown-Gefühl für ihn. Die haben normalerweise so eine Tribüne, wo man so ein bisschen erhöht sitzt mit Mikrofonen und so. Und da sitzen dann normalerweise die Politiker und unten sitzen die Journalisten. Was haben wir gemacht? Wir haben unten Tische zusammengeschoben, haben uns da im Kreis mit dem späteren Ministerpräsidenten hingesetzt und haben die Presse oben hingesetzt. Das fanden die dann auch gut. Und wir hatten vorher auch den Innenministerkandidaten bei uns, weil wir gesagt haben, Innenpolitik ist für uns ein Knackpunkt, das ist ein SPD-Mann. Und gerade da hat sich die SPD überhaupt nicht mit Ruhm gekleckert in letzter Zeit, was Innenpolitik und Überwachung angeht. Und den haben wir auch ordentlich mal befragt, speziell auf unsere Themen, und ihn dadurch halt auch früh schon festgelegt in dem einen oder anderen Punkt, wo er dann Zusagen gemacht hat. Die haben dann wirklich um uns halt geworben, sag ich mal so. Der hat sich immer wacker geschlagen. Der hat damals ein gutes Bild gemacht, aber die Frage ist natürlich, ob er sich hinterher dran hält. Ne? Also wiederum auf anderen Sachen, wir haben zum Beispiel auch den Landtagspräsidenten, der sich bei uns vorgestellt hat, was wiederum ein CDU-Mann war, weil die ja die stärkste Fraktion geworden sind. Und der war wiederum früher Innenminister, und dann haben wir ihn daraufhin gegrillt, und dann hat er von uns auch nicht so viel Zustimmung zum Landtagspräsidenten gekriegt. Also es ist immer wirklich sehr wichtig, die Leute vorher kennenzulernen und mit denen zu reden. Und hier so ein nahegelegen. Das muss die erste Anschaffung sein, die Fraktion hat. Zum Streaming. Wir nennen das nahegelegen. Das da. Also das ist ein Zoom. Nach Matthias Nagel. Keine Werbung. Das ist ein Player. Doch, das kann man sagen. Das ist eine gute Erfahrung. Das ist ein Zoom H4N Player. Und den hat uns dankenswerterweise ein Pirat aus Flensburg, der auch damals als Bürgermeister kandidiert hat, Matthias Nagel, geliehen, und seitdem heißt das Ding nur noch das Nagelgerät. Nagler. Nagler, genau. Nagler wurde auch schon genannt. Ja. Genau, das hat er. Jetzt nochmal, ich habe nicht verstanden, was ist ein Aufnahmegerät? Ja, das ist ein Aufnahme. Es nimmt halt den ganzen Raum auf. Nee, Streaming nicht, also es hat einen Audioausgang und es hat ein sehr gutes Mikrofon drin. Stimmt, ich auch.
Das ist zufrieden. Ich habe es gerade gekauft. Also das ist ja, habt ihr noch was zur Machtfrage? Ansonsten würde ich sagen, gehen wir in die Abschlussrunde. Und da haben wir einfach als zwei Punkte vorgesehen, so mal ein Fazit zu ziehen, was wollen wir gemeinsam voranbringen und warum ist es für uns Schleswig-Holsteiner wichtig, dass wir auch im Niedersächsischen Landtag Piraten als Ansprechpartner haben. Das gemeinsam voranbringen ist so ein bisschen Fazit von den Punkten, die wir eben besprochen haben. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das mal vielleicht zusammenfassen will, zu welchen Ergebnissen wir da gekommen sind. Das kann ich jetzt auch versuchen. Bei der Fährverbindung sind wir uns einig gewesen. Wir befürworten da wirklich eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, ob sich die wieder aufnehmen lässt. Wir wollen aber, dass nach Möglichkeit eine emissionsfreie Fähre zum Einsatz kommt und auch, dass die Fährzeiten digital kommuniziert werden, damit eben auch man sehen kann, wie da die Wartezeiten sind und so weiter vor Ort. Vor Ort einbezogen werden. In die Entscheidung meinst du jetzt? Ja. Hatte ich auch so als Kommentar verstanden, oder? Da sind wir uns immer einig, wenn das um Bürgerbeteiligung geht. Genauso beim zweiten Punkt, Bürgerbeteiligung bei der Energiewende. Da waren wir uns insoweit einig, als wir gesagt haben, wenn das um Bürgerentscheidungen geht, dürfen Kostengründe nicht den Ausschlag geben. Nicht die billigste Lösung, sondern die wirklich vor Ort auch gewollt wird. Beim Fracking hatten wir ganz große Übereinstimmungen, dass wir gemeinsam für ein Verbot von Fracking kämpfen wollen. Im Moment ist es nämlich keineswegs generell verboten, sondern sie wollen es nur in Wasserschutzgebieten ausschließen. Wir wollen wirklich für eine grundlegende Reform des Bergrechts eintreten und dass die Öffentlichkeit sofort informiert wird, wenn entsprechende Anträge gestellt oder Genehmigungen erteilt werden. Außerdem Veröffentlichung von Monitoring-Daten und eine Bundesratsinitiative starten, um das wirklich auf die Bundesebene einzubringen. Das wäre was man gemeinsam machen sollte. Beim Thema Tourismusmarketing, das haben wir mal offen gelassen, bedarf noch weiterer Diskussionen. Waren uns dann aber beim Thema Zusammenarbeit der Piratenfraktionen einig, dass das eine wichtige Sache ist und man das weiter ausbauen sollte. Und haben uns über die Machtfrage unterhalten, sage ich mal so, wie man so das Koalitionsmodell weiterentwickeln kann oder wie man so überhaupt diese Verhandlungen demokratisieren, öffnen könnte, gestalten kann. Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen, wie sich das so gestaltet. Ja, und zum Punkt, warum ist es für Schleswig-Holstein wichtig, dass ihr in den Landtag kommt? Es ist ganz klar, immer bei Themen, die uns betreffen, wir gehören ja zur Nordregion, sage ich mal, ist das ganz wichtig, dass wir Ansprechpartner haben in den anderen Landtagen und da Sachen gemeinsam auf den Weg bringen können. Gerade beim Thema Fracking, wo ja Niedersachsen blockiert, zeigt sich das, dass man da unbedingt zusammenarbeiten muss. Aber es gibt auch andere Themen, wo wir gemeinsame Interessen haben. NDR-Staatsvertrag zum Beispiel, das Thema Staatsverträge haben wir jetzt ausgeklammert, aber eigentlich hätte man auch darüber sprechen können. Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, das sind alles Verträge, die von allen Ländern, durch alle Länderparlamente gehen. Und da ist es natürlich zentral wichtig, dass wir immer wieder Transparenz, genau, Bürgerrechte drängen und Bürgerbeteiligung. Open Data, ja, darfst du sagen, Willi. Ja, deswegen finde ich als Fazit, das war eine tolle Veranstaltung. Das hat mir total Spaß gemacht. Vielleicht will mindestens einer oder eine von euch auch nochmal was aus eurer Perspektive sagen. Meine Art ist dafür unser Schlusswort zu stellen. Ja. Ich fand es toll, dass es möglich war und dass wir alle da sein konnten. Unsere zukünftige Fraktion ist ja nicht vollständig hier vertreten, aber also das, was wir gesehen haben, ist, wie ihr halt arbeitet vorher, und das fand ich eben auch ganz gut, dass ihr das gemacht habt, weil man doch sieht, dass ihr das gut vorbereitet habt, dass man eben in der Sitzung die Transparenz eben so gut machen kann, wenn man eben die Inhalte sich vorher mal angeguckt hat und wenn man dann gleich auch eine Positionierung hat, für sich gefunden hat. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Auf der anderen Seite habe ich gesehen, dass ihr rund um die Uhr beschäftigt seid, also wahnsinnig viele Termine habt, dass das, was wir also jetzt ansatzweise im Wahlkampf erleben, einfach weitergeht. Geht weiter. Da muss man einfach tief durchatmen und sagen, das wollen wir. Sonst ist das alles. Und die Idee, am Ende Themen gemeinsam zu besprechen, die uns auch gemeinsam berühren und zu überlegen, wo können wir das dann auch gemeinsam in Gang setzen. Ja, das war ein bisschen die Hoffnung, dass das bei rauskommt. Und ich finde, das ist rausgekommen.
Und auch bei durchaus zentralen Fragen, die uns ja im Wahlkampf auch sehr wichtig sind. Und insofern herzlichen Dank, dass ihr da wart. Herzlichen Dank an Tjaart und alle anderen, die das hier vorbereitet haben. Gilbert, der das organisiert hat. Ja, es ist anstrengend, von Südniedersachsen hierher zu kommen, aber es war schön und ich bin gerne gekommen. Und ich glaube, allen anderen geht es auch so. Ich sehe eigentlich nur entspannte Gesichter. Also es war toll. Und wir sollten das sofort ab Februar auch überlegen, dass wir das regelmäßig machen. Man muss dann ja nicht immer ein ganzer Tag sein. Kann man aber sicherlich gut organisieren, dass man wirklich, weil wir live treffen, ist nochmal was anderes als eine Telco oder ein Pet. Ich fände das gut, wenn wir das gleich weiterführen.